Hallo und herzlich willkommen hier bei der vollen Breitseite von Maximum Wrestling im Max Nachttheater in Kiel. Mein Name ist Marcel Demont und an meiner Seite ist der wunderschöne kleine Trash Panda Kevin Raccoon. Und wir sind nicht alleine, wir haben heute die Ringrichter dabei, Ben Böseler und Kev the Ref. Die werden natürlich wieder für Ordnung sorgen und unseren Ringsprecher Steven. Oh, der Ringsprecher Steven. Ja, aber das ist natürlich nicht alles. Wir haben heute geballte Action der Extraklasse. Heiß wie Frittenfett sind wir schon. Du sagst denn das. Denn wir haben heute unter anderem ein Gauntlet-Match im Main Event. Und es wird eine geschichtsträchtige Show, denn wir haben das allererste Damen-Wrestling-Match hier beim Maximum Wrestling, Jessie J gegen Stephanie Mace. Richtig. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, heute Abend findet der letzte Kampf von André Trucker statt. Das ja. Und noch viel mehr heute Abend hier bei der vollen Breitseite. Richtig. Ja, volle Breitseite 2024. Ich bin Marcel Demont. An meiner Seite der wunderschöne Kevin Raccoon. Wunderschön. Ja. Da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster. Ich sehr auch von mir. Das. Mit einer Rückblende. Da ist Iron Oak. Betritt die Halle nochmal. Iron Oak auf der Bühne. Warum? Was soll das jetzt? Cody, lass sie doch nicht ablenken! Cody, dreh dich um, Junge! Cody, dreh dich um, Cody, das heißt denn! Sister Abigail! Oh mein Gott. Sister Abigail, was sehen wir hier? Das erste Match ist ein Tag Team Match und es ist angesetzt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring. Und da gehen wir direkt in den ersten Kampf und der ist natürlich heiß. Ja. Wir beginnen gleich hier mit den Draufgängern, ja. Die Droffi. Die beiden Toy Boys. Da sind sie. Ja, nicht jeder von uns. Sie von 175 Kilogramm. Sie kommen aus Schlicktown in Deutschland. Sie sind das heißeste Tag Team im Euro Wrestling. Cody Kidman, Joey Light, die Draufgänger! Ja, nicht jeder von uns kann bauchfrei tragen, Kevin. Man könnte schon, aber das will keiner sehen. Die Menschheit nicht. Nein, das will keiner sehen, zumindest nicht von uns beiden. Wobei, wenn wir uns da so vielleicht ein paar lustige Sachen drauf malen, das vielleicht schon, keine Ahnung, so wie Kamala früher, Sonne, Mond, Stern oder sowas. Aber Joey Light und Cody Kidman machen hier direkt Stimmung im Max Nachttheater. Die Fans sind heiß auf die volle Breitseite. Was 2024. Heiß! Heiß die Frittenfett! Jawohl! Kevin. Ja, aber die beiden, egal wo sie hingehen, ja, egal wo, es brennt die Hütte. Yes! Hier sind ihre Gegner! Thank you.
mit einem Gesamtgewicht von 236 Kilogramm. Sie kommen aus der Irrenanstalt. Iron Oak, Chris the Madness Tyson und Session! Ja! Kevin! Session ist da. Aus der Irrenanstalt und ja, ich glaube, mehr brauchen wir da auch gar nicht mehr zu sagen, oder? Nein, ich denke auch, das Bild spricht für sich, wenn man sich diese beiden Männer, diese beiden Monster anschaut. Ja, der erste Kampf heute Abend hier bei der vollen Breitseite. Direkt Tag Team Action. Direkt die Tag Team Action ausgepackt, ja. Marcel, ich muss dich was fragen. Jetzt frag mich doch mal. Glaubst du, der Iron Oak hat eigentlich noch so ein Eigenleben oder wird er inzwischen komplett gesteuert von dem wahnsinnigen Chris the Madness Tyson? Ich glaube, Chris Tyson hat den Iron Oak von innen heraus aufgefressen, ja? Es ist ja, die Eiche wurde von einem Virus infiziert. Okay. Ja, von, wie so ein Parasit, der sich durch seine Eingeweide, ja, um es einfach mal sehr plastisch auszudrücken, da durchfrisst und ihn voll und ganz eingenommen hat. Es macht den Anschein, da kann ich dir nicht widersprechen. Die Draufgänger sind heiß, das Publikum hat Bock. In Kiel brennt die Hütte. Definitiv. Und es werden auch, also gefühlt wirklich von Mal zu Mal, werden es mehr Leute. Ja. Ja. Oh, da geht's direkt los. Ah, gut, okay, ich meine. Hier gibt's natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen böses Blut. Ne? Ich meine, Obsession ist verantwortlich dafür, dass die beiden die Tag Team-Titel verloren haben. Ja. Ja? Und das Hakuna Matata zehrt natürlich an den beiden, denn wie gerne wären sie immer noch Champions. Sie wollen das Gold wieder erobern. Definitiv. Und ich denke auch, die Chancen würden nicht schlecht stehen, jetzt erstmal diesen Gegner abfertigen und dann kann man natürlich wieder nach oben arbeiten. Ja, ja. Joey teilt da direkt gegen Oak aus. Vielleicht gar keine schlechte Taktik, da auch mal ein bisschen auszuteilen. Ja. Cody ist im Ring. Schöner. Uppercut, ja, und da geht's weiter. Und Springboard Action von Joey. Das Ding ist halt, ja, also hier noch nebenbei natürlich was zu erzählen, ist immer noch ein bisschen schwierig, weil einfach die hauen einfach drauf. Ja? Die sind so fix. Ihr seht es hier auch schon. Pin, gut, geht jetzt nur bis zwei, ja, aber da ist einfach eine Schnelligkeit gegeben, da kommst du gar nicht hinterher. Ja, das ist so, und so kennen wir die Trophys. Ja. Ich bin gespannt, ob Obsession dieses Tempo mitgehen können. Oak rastet da schon förmlich aus. Ja. Wut entbrannt. Aber er, also im Normalfall würde ich sagen, er tut da mit seinem Partner keinen Gefallen. Allerdings, der Herr Tyson fertigt gerade beide ab. Ja, fertig beide ab. Und für Joey quer einmal durch den Ring. Joey da in den Ring, sehr schmerzverzerrt. Ja, eins, zwei. Drei. Und das, ja, war also schon. Vernünftiges Cover, ja. Reicht noch nicht zum Sieg. Oak will ja auch noch ran, er zeigt es, da heißen. Schreiter, gib ihn mir. Okay. Also wie so eine Opfergabe, ja? Also anders kann ich das gar nicht nennen. Jetzt geht's. Jetzt zieht er ihn ran. Whippen in die Ecke, Joey zu Oak und. Ja. Sit down. Eins, zwei. Also. Ja, also, ja. Hätte ein schnelles Ende werden können. Die Schnelligkeit der Draufgänger ist das eine. Aber, ich meine, diese pure Gewalt und dieses Runterarbeiten, das, wir sehen es ja jetzt hier gerade, es nimmt das Tempo raus und das ist genau das, was sie machen müssen. Also, ja, anders geht's ja gar nicht. Eieiei, in der Mitte des Rings auf dem. Wenn man das so will, ja, in der Mitte des Rings einfach da, wo es schön hart ist, direkt reingeslammt. Ja. Eins, zwei. Ja. Ja, da kam Herr Bösler ein bisschen später. Ja. Das passiert.
Ja, ich meine, es ist ja auch für Chaos gesorgt, haben beide hier. Wenn du einen Oak da hinten in der Ecke siehst, wie der zwischendurch rumwütet, da hast du deine Augen als Ref ja auch überall. Musst du auch haben. Ja, natürlich. Und hier spielt Chris Tyson natürlich damit. Na komm, willst du eintacken? Er bearbeitet den Arm von Joey. Zieht dann aber natürlich jetzt den Arm dann weg. Bearbeitet den. Also lacht diabolisch über Joey. Dass der Arm nicht gebrochen ist, ist schon mal gut. Oh, schöner Shop. In der Ringecke. Irish Whip hart. Da möchte Chris Tyson anscheinend noch den Job machen von unserem Referee hier. Ja, also, sagt es Salmos, raus aus der Ecke. Ja, also das ist schon, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist schon echt ein bisschen Psycho. Ja, ist es Psycho. Cody versucht, das Publikum mitzureißen, um die Kraftreserve von Joey zu mobilisieren, aber der muss hart zu Boden. Eins, zwei, Kammer geht bis zwei. Da kriegst du ja fast einen Herzinfarkt von so einem Shop. Ja, Cody kommt auch ordentlich in Wallung. Joey muss ein Mittel finden, da rauszukommen. Ja. Muss einen Weg finden, zu Cody zu kommen, ihn einzuwechseln, dass er da ist, dass er reinkommen kann. Der Mann ist frisch. Ja, jetzt erstmal die erste richtige Gegenwehr. Ja. Ja. Und jetzt der Versuch. Schafft er es? Nein, in der letzten Sekunde. Joey ist aber auch hart angeschlagen und taumelt hier rum. Oh. Überwurf und Knie an den Kopf. Und noch ein Dropkick an den Kopf. Dropkick und nochmal Center. Noch mehr. Also, eins, zwei, das muss es sein. Eieiei. Das war's nicht. Ah, das war das Armageddon von Chris Tyson. Hat noch nicht zum Sieg gereicht. Aber jetzt wird Iron Oak eingewechselt. Bearbeitet der Joey weiter mit harten Tritten auf dem Boden. Will der Oakster jetzt da auf die Seile gehen? Geht er jetzt ganz nach oben in der Ecke? Wenn das durchgeht, sehe ich schwarz für Joey. Einem super Big Splash aus. Geht ins Leere, aber Joey. Geht ins Leere. Ein Glück und ist jetzt Joey die da nochmal Chance zur Seite gekommen. Sehen wir jetzt den Cody Star im Ring. Joey, nur noch ein Stück. Komm, du schaffst es. Jawohl. Ja, Cody kommt rein. Und Close-Line gegen Tyson. Noch eine Close-Line hinterher. Und dritte soll folgen. Tyson duckt sich ab, geht durch. Ja, Oak wechselt sich selber ein. Ja. Clever gemacht. Back Body Drop. Cody hat es nicht bemerkt. Cody hat es nicht bemerkt. Und Cutter. Cody Cutter. Ja, jetzt sagt Ben Bösener es. Ja. Tyson ist nicht der offizielle Mann im Ring. Oh, Joke Slam Ansatz. Oh. Und geht nicht durch. Und da, auch da der versteckte Tag. Ja, schöner Dropkick. Und nochmal Double Dropkick von den Draufgängern. Und jetzt. Beide gehen auf die Seile. Ja, und jetzt nochmal ein doppelter Dropkick. Komm mit einem Missile-Dropkick. Genau. Oh Gott. Komme hier schon ganz durcheinander. Das ist wieder das Tempo von den Draufgängern. Ja, in meinem Alter ist das nichts mehr. Oh. Ja, schöner Konter von den Draufgängern. Ja. Jetzt geht's übers oberste Seil für Tyson. Jetzt haben sie nur noch Oak im Ring. Können sie ihn jetzt bearbeiten? Reicht das zum Sieg? Ausgehoben! Was für eine Kraftdemonstration von Cody! Unglaublich! Und jetzt sehen wir ein Fastflash! Eins, zwei, drei! Wow! Die Draufgänger holen hier den Sieg! Wow! Sieger durch Pinfall! Cody Kidman, Joey Light, die Draufgänger! Was für ein Wahnsinns erstes Match! Die Action hier schon total am Eskalieren, die Halle steht Kopf! Wow! Und ich würde sagen, dieser Sieg bringt die Draufgänger den Maximum Tag Team Champion Titel wieder einen ganzen Schritt näher. Definitiv.
definitiv. Ja, sehr, sehr gutes Match. Sehr geil. Yes! Die geilen Säue, die Draufgänger. Tyson! 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 Was war das? Du hast zu mir gesagt, wir würden Erfolge feiern. Was war das da draußen? Was? Vertrau mir. So kann man meine Show starten, oder was sagt ihr, Kiel? Dann machen wir weiter mit dem zweiten Match. Es ist ein Singles-Match angesetzt auf einen Fall. Weiter geht's jetzt heute Abend hier im zweiten Kampf bei der vollen Breitseite 2024. Ein geschichtsträchtiges Match, denn es ist das erste Frauenmatch beim Maximum Wrestling ever. It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind. You gotta keep on the car, working time. You gotta climb to the top. Mit einem Gewicht von 65 Kilogramm. Sie kommt aus Nürnberg. Hier ist für euch Stephanie Mays. Du hast es gehört, die Unbreakable Stephanie Mays. Jetzt hier in Kiel. Stephanie Mays, ja. Frauen-Action bei Maximum Wrestling. Ja. Die Fans haben es sich lange gewünscht. Man hat es in den sozialen Medien mitbekommen. Ja. Und jetzt ist es endlich soweit. Und da haben wir uns auf jeden Fall... Da haben wir uns auf jeden Fall zwei der besten deutschen Fighterinnen rausgesucht. Von 67 Kilogramm. Sie kommt aus Salzburg in Österreich. Sie ist der Kendo-Stick Pitbull. Jessie J. Jessie J. gegen Stephanie Mays. Ja, der Kendo-Stick Pitbull, den weiten Weg aus Österreich hierher nach Kiel, hat den Kendo-Stick dabei. Ihr Kendo-Stick Falco. Und der hat immer Bock auf Action. Ja, du bist auf jeden Fall da besser im Thema als ich. Oh ja. Ihr Kendo-Stick heißt Falco. Ja, tatsächlich. Okay. Wollte fast sagen, ich habe mit ihm auch schon Bekanntschaft gemacht, aber zum Glück noch nicht. Ja, besser ist es auch, weil sonst brichst du auseinander. Ja, das kann wohl sein. Ja? Ja, ich bin gespannt. Heiß wie Frittenfett. Und die Fans fordern es schon. Auf die Fresse. Ja. Jessie J ist ja dafür bekannt, dass sie es Hardcore mag. Sie mag die harte Gangart im Ring. Ja! Jetzt auf jeden Fall erstmal ein Lock-up. Beide Kontrahentinnen auf jeden Fall anscheinend sehr ausgeglichen. Ja. Handshake, oh, das ist gut. Also sportlich auf jeden Fall
noch auf der fairen Seite, ja? Sind sich auch schon das ein oder andere Mal in ihrer Karriere begegnet, haben Respekt füreinander. Also die beiden begleiten schon eine lange Geschichte. Ja. In die Seile, whip in. Und noch ein Kick hinterher. Guck dir diese Beine an. Ich meine, die Frau besteht ja fast nur aus Beinen, ja? Wenn man das mal so sieht. Und die Beine, die hauen ja mal richtig rein. Also das ja. Knie, die... Jessie J wurde da kalt erwischt. Damit hat sie nicht gerechnet. Jetzt... Schöner Snap-Suplex. Eins, zwei. Oder hätte es fast sein können schon. Ja. Jessie J muss erst noch in dieses Match finden. Also da bin ich auf jeden Fall beeindruckt von Stephanie Mays. Ja. Also, ne, man ist da vielleicht anderes, anderes gewohnt, wenn man mal so über den großen Teich schaut. Aber hier wird auf jeden Fall nichts geschenkt. Da gebe ich dir recht. Ui. Geht's hart in die Ecke. Oh, Snap mehr. Und Chinlock. Jetzt wird der Kopf da überdehnt und bearbeitet von Jessie J. Und Clothesline in den Brustbein. Rücken. Und jetzt in den Nacken und Senton. Dann der Senton hinterher. Eins, zwei. Hin geht bis zwei. Ja, war aber auch noch nicht so ganz ernst gemeint, oder? Da geht noch ein bisschen was, würde ich sagen. Ja, ich glaube, Jessie J spielt da noch mit dem Opfer. Ne, also. Das tut weh in die Magengegend. Ja. Und. Abgedrollt, nach vorne weg, geblockt. Sehr schön gemacht. Konnte Stephanie Mays kontern. Ausgehoben. Fast bis auf die andere Seite in die Seile. Und abgefangen. Der Konter. Jessie J geht nach oben aufs Seil. Und. Aber der Dropkick. Clever gemacht, ja. Ja. Gewusst wie. Shotgun Dropkick. Aber, nicht getroffen, aber. Spinebuster. Spinebuster. Also die beiden Damen schenken sich definitiv nichts. Ja, wir sind hier ein Spinebuster, ja. Und beide natürlich jetzt schon hart gezeichnet. Aber diese Kicks von Stephanie Mays, ich meine, hätte der gerade getroffen, ja? Lichter aus, sag ich dir, wie es ist. Lichter aus. Ja? Das kennen andere hier nur mit Lichter aus. Ja? Hat ja auch sehr viel Kampfsporterfahrung, MMA unter anderem. Muay-Thai-Background seit über 10 Jahren. Ja. Ne? Also das ist schon eine Nummer auf das jeden Fall. Das siehst du dann natürlich auch hier im Ring. Ja, ja, da wehrt sie sich jetzt mit den Vorarmen. Wehrt da Jessie J ab. Wehrt Jessie J ab, genau. Sagst, aber sie ist direkt wieder nochmal. Ja, die probiert es gleich nochmal. Sie ist halt der Kendo-Stick-Pitbull. Superplex-Ansatz. Und da ist Superplex geht durch. Da ist der Superplex. Ich fasse es einfach nicht. Jetzt ist die Frage, wer kommt da wieder als erstes auf die Beine? Wer kann da jetzt den Vorteil rausziehen? Denn da mussten beide einstecken. Und es bleibt es eigentlich, Kev the Ref, nichts anderes übrig, als beide Damen anzuzählen, ja? Ja. Könnte jetzt natürlich sein, dass beide bis 10 angezählt werden und dann ist es vorbei. Ja, aber die haben sich gut eingeschränkt, die beiden, ja. Absolut. Aber Jessie J scheint die Erste zu sein, ja, die doch, es sieht so aus. Kommt. Aber Stephanie Mays auch langsam. Vorarm. Jetzt die Vorarm. Ja. Ja, Schlagabtausch. Und beide Mädels schenken sich hier gar nichts, ja. Fordert ihr sie da auch auf. Komm, gib's mir, sagt sie. Ja. Müssen beide hart einstecken. Also ganz ehrlich, da habe ich schon Männer im Ring gesehen, die sich's nicht so hart gegeben haben, ja. Das unterschreibe ich so. Ja. Aber ich sag's immer wieder, Frauen unter sich schenken sich auch nichts, ja. Ja. So. Noch ein Vorarm. Schwung und wieder, aber abgeduckt. Wunderschöner Suplex. Schöner Suplex, du sagst es. Und jetzt. Ich glaube, Jessie J will jetzt Feierabend machen. Jessie J will Feierabend machen, das sieht ganz danach aus. Stephanie Mays hat andere Pläne. Direkt an den Hinterkopf, das hat gesessen. Aber das hat sowas von gesessen und jetzt. Heilige Mutter Gottes. Und da ist er aus dem Ring gefallen.
Der Spinning Heel Kick. Skyfall Kick, der Finisher von Stephanie Mays. Skyfall Kick. Jessie J ist draußen, da kann sie natürlich nicht gepinnt werden. Dann bringt es natürlich. Das ist clever gemacht. Oh! Ja. Du hast es vorhin schon erwähnt, die Ringübersicht ist natürlich wichtig. Ja. Und so kannst du einer Niederlage entkommen. Die beiden schenken sich aber wirklich absolut gar nichts. Ja. Da wird hier einfach die Bühne mit eingebaut. Direkt vor den Augen der Fans. Da muss der Kevin sogar aufstehen. Ich sehe die beiden gerade. Der Kevin ist halt ein bisschen kleiner, damit er was sehen kann. Die Fans stehen auch schon, wollen natürlich wissen, was passiert da. Was passiert da? Jessie J geht jetzt nach oben. Oben auf dem Seil und zieht jetzt Stephanie Mays an den Haaren mit herbei. Ja. Hebt sie da jetzt. Mein rechtes Ringseil ist frei. Ich wünsche mir Stephanie Mays herbei. Ja, ja, aber und die dreht den Spieß um. Ja. Ist jetzt ihrer Seite hinter. Oh. Jessie J. Oh. Back Suplex vom Obersteil. Kann man mal machen. Ich sag einfach mal, aua. Eins, zwei, drei. Das ist es immer noch, ist nicht. Immer noch nicht. Reicht trotzdem nicht zum Sieg. Oh mein Gott. Ei. Das hatte Jessie J sich da in der Ecke auch irgendwie anders vorgestellt. Ich denke auch, ja. Fans sagen, das war drei, aber Captain Ref hat Captain es bestätigt. Captain Ref sagt, das war es nicht. Ja. Und Spielverderber. Also man kann ja viel über Captain Ref sagen, aber zählen kann er meistens. Weiter. Harte Vorarms an den Kopf. Geht's wieder nach oben. Aber Jessie J wehrt das ab. Sie kontert. Snap auf jeden Fall abgeblockt. Superkick. Aber auf die oben auf dem obersten Seil sitzende Dame. Running Sit-Down Powerbomb. Eins, drei. Oh mein Gott. Jessie J holt sich den Sieg im ersten Frauenmatch von Maximum Wrestling. Aber Siegerin durch Pinfall, Jessie J. Die beiden haben sich hier absolut gar nichts geschenkt. Oh ja. Und das würde ich gern öfter sehen. Ich sowieso. Es wurde im Vorfeld gesagt, wenn die Frauen zum Maximum Wrestling kommen, dann auch die Besten im deutschsprachigen Raum. Und wir haben gesehen, dass das definitiv auch so ist. Wann sehen wir dich denn im Ring? Ich bleib lieber hier, wo ich bin. Okay. Das ist sicherer. Und jetzt sehen wir hier sogar noch das Angebot eines Handshakes. Yes. Ah, faire Geste. Definitiv ein sehr, sehr geiler erster Frauenkampf hier bei Maximum Wrestling. Beim Lille Open Air von Maximum Wrestling, da hast du dein wahres Gesicht gezeigt. Denn da hat er schamlos ausgenutzt, dass ich in einem Match mehrere Verletzungen erlitten habe. Und er hat mir den Sieg geklaut. Au. Was ist denn jetzt los? Nein! Oh mein Gott, Bernstein schlägt Romero, der gerade wieder auf die Beine kommen wollte, auf den Rücken mit einem Stuhl. Das folgende Match ist ein Singles-Match und es ist angesetzt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring. Ich wollte gerade zu dir sagen, die Stimmung ist aber auch wieder geil hier im Max nach Theater. Bernstein hat sogar auch seinen Fanclub dabei. Ja gut, ich meine, zwei Geschmacksverirrte scheint es hier zu geben, ja. Mit einem Kampfgewicht von 79 Kilogramm. Er ist froh, dass er nicht aus Kiel kommt. Er ist der Main Kevin.
Marcel! Ja. Ich sage es wie beim letzten Mal, ich habe noch nie jemanden gesehen, der eine so geschmacklose Jacke so schlecht tragen kann. Aber Marcel, ja. Bei der Rohen Weihnacht war das wirklich eine dreiste Aktion von Matthias Bernstein. Ja. Erst musste Romero wirklich hart einstecken im Hardcore-Match gegen Abu. Ne, er ist durch einen brennenden Tisch gegangen. Mit Reißzwecken. Und dann kommt Bernstein raus, feige wie er ist, attackiert ihn hinterrücks mit dem Stuhl. Ja. Ja, was will man da auch so sagen? Ich meine... Das geht doch nicht. Ja, das geht doch nicht. Ich muss mal hauen. Mit einem Gewicht von 84 Kilogramm. Er kommt hier aus Kiel. Er ist der Rosenkavalier für euch, Romero. Oh, er kommt wieder zurück. Meinst du, ich bekomme heute meine Rose? Oh, er spielt förmlich mit mir. Ich werde das unkommentiert lassen, weil nein. Ah. Du wirst diese Rose niemals bekommen, Kevin. Niemals nicht? Nein. Ich glaube, das kannst du dir abschminken. Ei. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Der Kevin, der ist gar nicht so schlau und bekommt keine Rose. Und ich bin jetzt Deutschrapper. So. Ein richtiger Poet steckt da ja. in dir. Kannst du mal sehen. So. Wollen wir mal schauen. Romero hat natürlich die Wut im Bauch und will sich jetzt rächen an Matthias Bernstein. Ob ihm das gelingen wird, bleibt noch mal abzuwarten. Damals hieß es noch Flugzeuge im Bauch. Heute sind es oder ist es die Wut auf Matthias von Bernstein. Von und zu. Von und zu. Aber sein Fanclub ist laut. Ja, ich meine, wie ich es eben schon gesagt habe, zwei Geschmacksverirrte scheint es hier zu geben, die Matthias von Bernstein auf jeden Fall abfeiern. Anders kann ich mir das einfach nicht erklären. Weil, ja. Was soll man dazu sagen? Okay. Ja. So. Natürlich möchte ich meine Fans oder unsere Fans damit nicht beleidigen, ja? Deine Fans. Ja, meine Fans, also ja. unsere Fans, ja, also die Fans von Maximum Wrestling. Aber da scheint ja irgendwas nicht ganz richtig zu sein, ja? Jetzt wollen wir mal aufs Match gucken, denn es geht direkt mit Action los. Abgetaucht hier von Romero. Romero. Jetzt kommen an den Kopf. Oh. Auch wieder, also... Humorloser Vorarm von Matthias Bernstein. Ja, humorloser Vorarm, kann man das auf jeden Fall nennen. Whippin in die Ecke. Whippin. Und nun. Oh, Romero geht zur Seite. Mit dem Gesicht, mit der Lippe. Ah. Nicht, dass sich der Main-Character da sein hübsches Gesicht verbeugt hat. Ah, das wäre ja was. Und. Oh, ein direkt ans Kinn. Die Fans wollen, dass der Rosenkavalier hier seine Rache bekommt. Oh, Tornado DDT. Der hat Matthias gesessen. Von Bernstein liegt. Eins, zwei. Oh. Ich dachte, das wäre vielleicht auch schon der Sieg. Das hätte es schon sein können. Ja. Aber nun gut, der Main Character kommt da nochmal raus. Ja, ja, ist der einzig wahre, der echteste Hase. Ja, der Main Character. Ja. Ja. Ja, gekontert jetzt von Bernstein. Harter Tritt, den Romero da fressen muss. Bernstein nimmt Anlauf. Mit vollem Körpereinsatz. Romero liegt da bereit und geht nach draußen. Okay. Was ist das denn gewesen? Ekelhafte ja, also Tritte. Wirklich, hetzt auch seine sehr, sehr, sehr despektierlich hier. Ja. Überheblich jetzt noch. Mit dem Gesäß. Ja, Stinky Face, ja.
Schönes Stinkface verpasst. Gerne, ja, und jetzt, okay. Style and Profile von Matthias Bernstein. Ich weiß nicht, also, Kevin. Ein bisschen drüber vielleicht. Ja, jetzt noch ein Bronco Buster. Packt aber alles aus. Ich glaube, der Fanclub hat jetzt ein drittes Mitglied, habe ich gerade gesehen. Ja. Anscheinend schon. Es macht mir Angst, wenn die wachsen, ja? Wem nicht? Dir muss ein Nest aber sein. Romero. Oh, schallende Ohrfeige. Ja, jetzt geht's in die Seile für Bernstein. Romero nimmt Anlauf. Oh, wow, was für ein hoher Tritt an den Kopf. Zwei. Ja, das ist es noch nicht. Eieiei. Wusstest du eigentlich, dass Romero die schönsten Rosen in Wrestling Deutschland hat? Nein, das wusste ich nicht, Kevin. Dann bist du jetzt wieder aber ein Stück schlauer. Aber woher weißt du das denn? Du hast noch nie eine bekommen von ihm. Ja, er streut erstmal noch Salz in die Wunde. Das hat weh jetzt, ne? Muss ich mir doch ein Tränchen verdrücken. Während Romero hier in dem Ringseil gewürgt wird, ja, und angezählt. Schnief. Beziehungsweise Bernstein wird angezählt, ja. Und die Fans fordern Stuhl. Ja, sie wollen Stuhl. Dann kloppt ihn da einfach mit so einer Closer nieder. Eins, zwei. Aber Bernstein ist heute irgendwie mies drauf und auch irgendwie ein bisschen in Partylaune. Ich weiß auch nicht, das macht mir Angst. Also ich habe den Main Character, ja, wie er sich gerne bezeichnet, ja noch nie gut drauf gesehen. Aber heute scheint er so ein bisschen extra salty zu sein. Extravagant. Ja, extra salty. Salzig. Ja. Ja, okay. Um es mal für dich zu übersetzen. Ja. Über Nause. Salzig. Salzig. Oh. Woo. Oh. Oh, Ric Flair wäre stolz auf Matthias Bernstein. Ja, auch wegen der Haarfarbe. Auch, und jetzt geht es zurück. Oh. Ab und mit dem Ellbogen. Wander von Romero. Sieht da die Fans mit. Mit dem Fuß. Der ist auch auf Zack, der Rosenkavalier. Aber lässt sich da zu viel Zeit. Ja, lässt sich da zu viel feiern. Eine Ohrfeige. Ja. Und jetzt geht es da vom Seil runter. Ric Flair Gedächtnisflug einmal hier durch den Ring. Der hat sowieso mit dem Nature Boy aus Style and Profile. Was packt er denn da aus? Der hat es wieder wunderschön gemacht von Bernstein, aber abgeduckt von Romero. Da wird aber gleich wieder mit dem Shop niedergelegt. Ja. Und mit einem Ellbogen. Oh. Und jetzt sieht es nach dem DDT aus. Bei Underhook, Suplex. Suplex, genau. Du sagst es, ich bin ein bisschen... jetzt sagt er, das Knie soll kommen. Und... Oh, ausgehoben von Matthias Bernstein, ja, aber Romero kann Schlag kontern. Nochmal einen Schopf auf die Brust. Holt sich da ein bisschen Zeit. Oh, da geht es unschön zwischen die Beine. Unschön. Bernstein holt sich da einen Schuh. Lariat. Lariat. Eins, zwei, drei. Das war's. Bernstein gewinnt. Bernstein gewinnt. Aber hörst du das? Da wird gemut. Matthias Bernstein! Ja, Matthias Bernstein bekommt wenig Gegenliebe von den Maximum-Fans. Wen wundert?
glaube, Bernstein ist noch gar nicht fertig da im Ring. Fordert, glaube ich, das Mikrofon. Okay. Steven, unseren Ringsprecher. Was ist denn da los? Respektlos. Geht da auf einen lacht offiziellen sich noch kaputt los. Über ihn. Pfui. Pfui. Das geht nicht. Der allerechteste Hase, der Main Character, geht das jetzt hier von der Bühne und das ist auch besser so für alle. Merch Club gegen Spalter und Trucker. Hey Trucker, hier Spalter. Es tut mir echt leid, weil du einfach so blöde bist. So blöd, dass du denkst, dass ich, Pascal Spalter, gemeinsam mit dir gegen die Perch Club in den Ring steige. Pascal? Du weißt, ich bin kein Freund von Unfinished Business. Wir haben uns in der Vergangenheit oft genug aufs Maul gehauen. Und du hast es damals gesagt, Trucker gegen Spalter, ein letztes Mal in Kiel. Und mein Freund, ich bin absolut dafür. One last ride und dann werde ich dieses Kapitel endgültig abschließen können, wenn ich mit dir abgeschlossen habe. Das folgende Match ist das André Trucker Farewell Match und ist ein Singles Match, angesetzt auf einen Fall. Hier ist der erste Gegner. Ja, Kevin. Ich mach's jetzt mal kurz ein bisschen traurig, ja? Ja. Vor etwa 10 Jahren wollte ich eine Comic-Sammlung verkaufen. Und da meldete sich bei mir ein André Trucker und wollte die haben. Mit einem Kampfgewicht von 112 Kilogramm. Er kommt aus Berlin. Er ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Er ist der Held der Hauptstadt. Der Mann der Zeitgeschichte. Der Stern von Berlin. Pascal Spalter. Und dieser Herr lud mich dann zu einer Show ein, der gebucht war, in Hannover damals. Damit wir uns treffen und ich ihm die Comics übergeben kann. Und dann ist daraus eine Freundschaft entstanden. Und zwar eine sehr, sehr, sehr enge Freundschaft. Und dass ich heute Abend hier sein darf. Kiel, was heißt denn da Puh? Pascal Spalter. Was soll man sagen? Die Fans sagen alles, was man hören muss. Spricht für sich selbst. Ja. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen heute zum glorreichen Tag. Der Tag, an dem André Trucker ein und für alle Mal das letzte Mal hier in diesem Ring von Pascal Spalter bloßgestellt wird. Hief den Dicken hier rein! Ich mach den jetzt hier fertig! Harte Worte von Pascal Spalter. Ja, das ist sportlich nicht sehr cool. Ja. Truckers. Aber hier kommt der Mann, um den es heute Abend geht! Mit einem Gewicht André Trucker! Thank you.
gesagt, für dich ein emotionaler Abend. Für alle Fans von Maximum Wrestling ein emotionaler Abend. Aber natürlich ganz besonders für André Trucker selbst. Auf jeden Fall. Und man muss ja auch dazu sagen, die Fahrt endete für ihn ja schon mal vor ein paar Jahren. Gezwungenermaßen. Aus privaten Gründen. Ja. Gezwungenermaßen. Er hat gesagt, er kommt zurück, er ist zurückgekommen und darf jetzt ja, auf eigene Kosten entscheiden, wann er geht. Und das passiert heute Abend, nachdem er Vater geworden ist, ja, Familie gegründet, geheiratet, die Wrestling ja, angekommen ist, die Wrestling School Maximum Wrestling. Ja. 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 Und jetzt darf er auf eigene Entscheidung sagen, das war's. Ja. One last ride gegen Pascal Spalter. Eine knisternde Atmosphäre hier im Max Nachttheater. Die Fans natürlich ganz klar hinter dem Lokalmatador, hinter dem Autobahnmann. Und ich meine, auch zwischen diesen beiden gibt es ja schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Ne? Ja, ich hatte ja die Chance, ein exklusives Interview auch zu führen mit André, wo er auch gesagt hat, er hatte das Gefühl, Spalter hätte sich geändert zum Positiven, aber er hatte ihn dann ja gegen den Perch Club im Stich gelassen. Ja. Und das will er ihm jetzt auch nochmal heimzahlen und diese Rechnung begleichen. Ja, die Fans fordern auf die Fresse. Ja, und da geht es in die Magengegend. Oh, soll jetzt schon Ende gemacht werden? Nein. Hätte es schon mal geben können, aber... Oh, schlau von Pascal Spalter. Geht raus. Ja, ist schlau. Definitiv. Aber da hat er die Rechnung ohne André Trucker gemacht. Er sagte mir aber, ich komme mit, meine Freunde. Ja. Und da geht es jetzt durch die... Fans. Ja, geht mal wieder Richtung Bar. Ja, eine wilde Prügelei inmitten der Fans wird da jetzt entstehen. Da muss ich doch gerade mal aufstehen. Ja. Da ganz hinten sehe ich sie am Horizont, ja? Oh, aber ja, wenn ich das richtig... Kev the Ref zählt auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob er das wirklich machen sollte. Sagt er, die sollen jetzt mal zurückkommen in den Ring, aber ich glaube, André muss... Ah, ich sehe sie. Ah, da kommen da sie wieder. Da sind sie. Okay, dann können wir uns ja wieder setzen, Kevin. Mit harter der Schlag in die Magen ging. Und da ist der Herr Pascal Spalter wieder im Ring. Ja. Das ist eine gute Position, wenn du da bist und wartest, dass dein Gegner wieder reinkommt. Kannst du den direkt bearbeiten. Sieht jetzt schlecht aus für Trucker. Ja, aber diese Mätzchen, die Pascal da macht mit den Fans, das dauert lange. Da kann Trucker wieder zur Luft kommen. Jetzt geht es da aufs zweite Ringseil mit geschlossener Faust direkt an den Kopf. Pascal wird da angezählt. Oh, André Trucker kommt raus. Möchte jetzt seinerseits die Schläge anbringen an Pascals Kopf. Und eins, zwei, drei. Ja, da wird mitgezählt von den Fans. Das gefällt den Fans. Schön oldschool. Das bringt Spaß. Ja. Das bringt Spannung. Ja. Vor allem im Gesicht morgen. Oh. Fisherman Suplex. Fisherman Suplex mit Einlage. Der Perfect Plex, ja. Ja. Oder nennen wir ihn noch einfach das Drehkreuz, ja. Autobahn-Drehkreuz.
Ja, aber die 115 Kilogramm von Spalter musst du ja auch erstmal durch den Ring wuppen. Die muss man erstmal hochkriegen, also, ne? Starke Leistung. Ah, André in Topform auf jeden Fall. Nimmt der Anlauf und... Oh, Cap the Ref, kommt dazwischen Spalter. Beide Männer. Naja, Pascal Spalter hat Cap the Ref einmal vor sich gezogen. Uiuiui. Ah, und jetzt die dritte. Das hat Pascal eiskalt ausgenutzt. Ja, das hat er wirklich eiskalt ausgenutzt. Das ist auch nicht schön mit anzusehen jetzt hier. Wieder angezählt von Cap the Ref, lässt sich da nichts sagen. Ist ihm scheißegal. Und... Ja, Pascal Spalter kann sich jetzt noch ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen Luft schnappen. Vorarm. Ja, oh, Chop. Soll es wieder in die Ecke gehen, ja, mit dem Kopf an den oberen, obersten Türen wackeln. Das sieht nicht gut aus. Nee, der hat André auf jeden Fall kräftig eingesteckt und jetzt hier auch ein Oldschool-Move, muss man ja mal sagen. Aber unfaire Aktion da in den Seilen. Da muss der Spalter auch einfach nicht viel machen mit seiner Größe, auf jeden Fall ein größeres Gewicht. Aber André kämpft sich jetzt vor. Komm, André. Oh, aber schon wieder. Da von den Beinen geholt. Und Pascal Spalter, ja, der legt sich da wieder mit sich hier feiern. Ja, ich. In Gänsefüßchen. Höre und sehe deine Anführungszeichen. Und was holt denn? Was holt denn Pascal Spalter da jetzt aus der Weste? Nicht. Ah, die Kette. Ja. Die Kette von André. Was hat er jetzt vor? Weiß ich gar nicht. Oh, gut, Cap the Ref war schnell. Miese Taktik von Spalter. Ja. Das war nur ein Ablenkungsmanöver. Wirkt er jetzt mit dem Tape den Autobahnmann. Eins, zwei. Das war knapp. Nur bis zwei. Aber so. André Trucker da auch nochmal natürlich seine Ringübersicht bewiesen. Und kommt da raus, ja. Jetzt auf den Knöchel. Pascal Spalter sucht sich jetzt hier nach und nach die Körperteile raus. Auf die Finger jetzt. Work the body part. Aber Pascal, sind da auch unfaire Mittel recht? Camel-Clutch-Ansatz, den dachte ich jetzt zumindest. Camel-Clutch. Ist doch auch respektlos, natürlich, jemanden in seinem letzten Match, das letzte Match der Karriere, so zu behandeln. Ja. Aber das ist Pascal Spalter. Ja, du sagst es. Ja, und man kann ja auch wirklich halten, was man will von ihm, aber seine Erfolge sprechen da ja nun auch für sich. Das muss man ja auch sagen. Ja? Absolut. Allerdings weiß ich nicht, ob dieses rücksichtslose und doch sehr geschmacklose Verhalten heute sein muss. Ja. Mehr. Da arbeitet er weiter den Rücken. Chinlock. Er will jetzt André Trucker mürbe machen, um sich gleich den Sieg zu holen. Sieht man ja auch eigentlich gar nicht mehr so häufig. Ne? Ja, aber man muss ja auch sagen, es ist eine schlaue Taktik, denn André musste schon sehr viel einstecken. Und wenn du jetzt nachlegst, wenn du jetzt deinen Gegner weiter bearbeitest, die einzelnen Körperregionen, dann kann das natürlich zum Erfolg bringen. Ja, definitiv. Aber die Fans, die feuern André an. André scheint sich wieder auf die Beine hochputschen zu lassen durch die Fans. Noch ein Schlag hinterher. Oh, aber einmal durchs Gesicht gekratzt von Spalter. Ja, also. Er hat André unter Kontrolle, hebt ihn jetzt hoch. Ja, Bodyslam. Bodyslam. In der Mitte des Rings, Arme eingepackt, Elbow Drop. Eins, zwei. André kämpft ich dachte sich nochmal hoch, aber hier nochmal. Und schmiert ihm da so den Vorarm ins Gesicht, weißt du, so richtig abwertend, ja. Holt sich da Pascal die Weste. Die das ist keine Weste, das ist eine Entschuldigung, Kutte. Entschuldigung, ich bin da nicht so bewandert. Die Kutte. Das macht man nicht. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Man zieht niemals die Kutte an von einem Kuttenträger.
Was ist denn der Unterschied zwischen Weste und Kutte? Sag mal kurz, für die unter uns, die es nicht wissen. Biker und Rocker tragen eine Kutte. Ja, das sieht man hier. Eine Weste trägst du als Übergang, wenn Frühling auf Sommer. Ja. Okay, okay. Eine Übergangsweste. Okay. Ich merke, du bist Fachmann. Speicher sagt auch Weste. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, das, was willst du machen, ne? Disrespected André Trucker jetzt hier weiter. Oh, er setzt sich aufs Klo. Ja, setzt sich da in den Nacken von André Trucker. Lässt sich da viel Zeit. Die Fans wollen André Trucker wieder auf die Beine bekommen, wollen ihm nochmal das Adrenalin in die Adern schießen. Und lässt sich da sehr viel Zeit, André Trucker. Oh, was für ein Schulterblock. Sehr schön gemacht. Ja, hat dir wohl nichts gebracht, die Kutte anzuziehen, ja? Aber André Trucker ist hart gezeichnet von dem Match. Die Frage ist, kann er jetzt wieder auf die Beine kommen? Kann er sich weiter durchsetzen gegen Pascal Spalter? Aber Spalter ist schon wieder oben. Oh, André hat abgefangen. Ja, sehr schön gemacht von André. Spalter setzt nach, nochmal abgefangen. Schöner Schlag. Feige. Nochmal ins Gesicht. Meine. Nimmt Anlauf und Klostein, aber Spalter bleibt stehen. Zweite Klostein. Jetzt sitzt. Geht er zum Boden. Steht aber direkt wieder. Nochmal noch hinterher. So muss das jetzt machen. Jetzt muss er nachsetzen. Noch eine. Und nun denke ich, wenn du mir nicht Suplex. Oh, in die Mitte des Rings krachen für Pascal Spalter. André geht auf. Was der zweite Seil. Was wird das? Und yes! Sehr schön gemacht. André Trucker holt hier nochmal alles raus. Eins, zwei, drei. Oh! Das Pascal Spalter kommt raus. Okay. Ich würde sagen, jetzt. In dieser Phase des Matches scheint es doch sehr ausgeglichen, obwohl Pascal Spalter natürlich ordentlich ausgeschenkt hat gegen Trucker, aber ja. Wer hat mehr Kraftreserven im Tank? Das wird sich jetzt zeigen. Ich hoffe natürlich an den Trucker. Ich denke, das hoffen wir alle. André Trucker. Oh, Finte von Spalter. Hinterrücks. Spalter wieder hinterrücks. Und nun. Ja, hat er wieder die Oberhand. Whippen. Okay. Macht die Party seines Lebens für sich alleine. Big Splash. Anlauf. Flying Crossbody sitzt. Crossbody sitzt, genau. Krachen. Eins, zwei. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Oh, vielleicht merkt ihr das auch, liebe Fans, ich werde immer ruhiger hier, weil ich natürlich auch Angst um André Trucker habe. Ja. Und ich glaube, wir wünschen uns alle, dass er hier heute Abend als der große Sieger rausgeht. Ja. Das finale Match einer großartigen Wrestling-Karriere. Right. Da willst du natürlich mit dem Sieg aus der Halle gehen. Aber gerade sieht es. Es sieht schlecht aus, aber Pascal Spalter springt direkt in den Fuß von André Trucker. Schön. Ringübersicht. Das ist auch einfach diese Erfahrung, die er mitbringt. Wie kann er da jetzt ausspielen? Definitiv. Und jetzt muss er nur noch hochkommen und den Sack
zumachen. Komm, André, komm auf die Beine. Setz nach. Er muss zu Luft kommen. Gatschenohrfeige, noch eine hinterher. Pascal wankt. Tritt in die Magengegend. Ich dachte gerade erst, stopp. Oh, das Knie. Knie. Rücken an Rücken. Ja. Jetzt. Ja. Jetzt will er es beenden. Nimmt Anlauf. Also und aber, oh nein! Kev the Ref kommt den Ball, er zieht einfach Kev the Ref nach vorne. Oh, da ist es. Der Dampfhammer. Und jetzt. Nun der Finisher. Ja. Komm, das packst du. Da soll er kommen, der Truckstop. Und da ist er. Geht durch. Truckstop das sitzt. Das muss der Pin sein. Eins, zwei, drei. Was ist denn hier los? Wo ist Ben Böse da? Ja, wir müssen doch irgendeinen Referee haben hier. Das wäre der Sieg, das wäre der klare Sieg für André gewesen. Ich meine, ja. Aber ich meine, Ben Böse ist vielleicht gerade, ne, immer hat er auch seine verdiente Pause, wenn er gerade nicht das Match refft. Aber Kevin ist halt völlig ausgenockt. Guck dir an. Ja, wenn du als offizieller das ist so ärgerlich so, jetzt gerade. Wenn du als Offizieller so eine harte Aktion einstecken musst, dann bist du natürlich auch Kevin, fertig. Kevin ist völlig da geht nicht mehr da. Kevin schläft jetzt. Kevin müde. Kevin schlafen. Ja? Tiefschlag von Pascal Spalter. Nutzt diese Situation schamlos aus. Holt einen Stuhl in den Ring. Nein, das bitte wollen nicht. Wir alle hier nicht sehen heute. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott! Oh. Direkt an den Kopf! Direkt an den Kopf! Und das war's natürlich. Nein, jetzt holt der Kessel das über. Es ist eins, zwei, drei. Nein! Nein! Oh André mein Gott! André! Oh mein Gott! André schafft es in der letzten Sekunde! Ich dachte, das wird die Niederlage. Oh mein Gott. Er kickt nochmal in der letzten Sekunde raus, zieht die Schulter hoch. Aber ich glaube, das ist jetzt nur noch mehr Instinkt als wirklicher Wille, oder? Ja. André Trucker hat so viel abbekommen. Dann noch dieser harte Stuhlschlag an den Kopf. Alle hoffen natürlich, dass er das wieder und jetzt wenden. Oh, André kämpft sich raus. Ja, Ellbogenstöße. Nimm nochmal Anlauf. Aber nein. Oh, in den Sleeper-Hold von Pascal Spalter. Das raubt einem wieder die Luft. Da wird einem André der Hals abgeschnürt. André ist jetzt wirklich durch viel gegangen. Hat diesen Schlag gefressen mit dem Stuhl. Das. Oh nein. Könnte jetzt das Bewusstsein verlieren. Ja. Kev the Ref steckt jetzt auch den Arm. Eins. Und falls ihr das nicht kennt, wenn der Arm jetzt dreimal fällt, dann ist das Match vorbei. Das zweite Mal ist er schon gefallen. Das zweite Mal ist er gefallen, ja. Und dann. Oh, nein. Aber André Trucker schafft es wieder zu sich zu kommen. Aber gerade so. Komm, gib noch mal alles und jump wieder. Oh, dann wird er einfach wieder lang gemacht. Geblendet. Eins. Zwei. Oh. Ah, Pascal Spalter. Meine Nerven. Ja. Meine Nerven. Deine Nerven. Pascal Spalters Nerven. Und die Nerven von André Trucker. Und die Fans wollen wir gar nicht vergessen, glaube ich. Die stehen hier schon die ganze Zeit. Das ist wirklich eine Schlacht
durch die André Trucker da muss. Der Titan. Ja, ja und. Big Splash. Heftiger Big Splash. Aber das Spalter sind auch Wirkungstreffer, ja, die machen die einfach kaputt. Der eine Big Splash vom zweiten Seil, jetzt der Big nicht Splash. Ich werde nicht noch ein zweiter. Doch, der erste vom zweiten, der zweite vom dritten. Und da der sitzt auch. Das muss es gewesen sein. Eins. Zwei. Nein. Was? Das kann es einfach nicht sein. Pascal Spalter gewinnt gegen André Trucker in André Truckers letzten Kampf. Pascal Spalter! Nach den harten Attacken war ja klar, dass es schwer wird, da noch mal rauszukommen. Aber jetzt, wo André Trucker sein finales Match verloren hat, bin ich getroffen. Pascal visiert André Trucker weiter an. Der will da jetzt nicht wirklich noch nachsetzen. Pascal zeigt es an, macht die Musik aus. Pascal Spalter, André Trucker noch beide im Ring. Jetzt geht. Ah, was ist das jetzt? Oh! Pascal reicht ihm die Hand. Eine faire Geste von Pascal Spalter nach diesem Wahnsinnsmatch. Und ich sehe schon die ersten Tränen laufen. Ja, schauen wir mal. Keiner mal ein kaltes Bier für den Trucker.
Angepisst aus. Hast du das gesehen da draußen? Ja, hab ich. Der Bernstein, der geht mir gehörig auf den Sack. Ja. Weißt du was? Komm in der School vorbei und klärst im Ring. Na, mal so zum drüber nachdenken. Klärst im Ring? Wir machen direkt weiter mit einem Banger-Match, wo ein Titel auf dem Spiel steht. Weiter geht es, lieber Kevin, mit Tag-Team-Titel-Action. Oh ja. Und wir haben das Beste aus Dänemark am Start. Ja, Randerspange! Denn die Jungs haben sich ja Number One Contender erkämpft. Ja, jetzt geht die Party ab. Ja. Die Danish Party Starters, Randers Banje, Adonis und Sander sind in the house. Ja, Kevin, in the house. Und sie sind heiß wie Frittenfett. Denn sie haben jetzt eine Chance auf die Tag Team Champion Gürtel von MXB. Aber, naja. Da haben doch zwei auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden. Ja, das kann man wohl so sagen, denn mit den Champions ist nicht zu spaßen. Richtig, diese Katzen können kratzen. Sehen wir sie. Die Tag Team Champion, Kevin. Ja, du sagst es.
Toni Harting, Michael Schenkenberg auf dem Weg zum Ring. Und naja, die wollen der Party schnell ein Ende bereiten. Ja. Das hast du schön gesagt. Haben ja wieder neu zueinander gefunden als Schenkenberg. Ja, gut, neu ist das jetzt auch nicht mehr. Naja, man muss trotzdem noch mal Revue passieren lassen. War ja schon Mindset-Change von Michael Schenkenberg, das was man vor Fall, Jahren nicht erwartet hätte. Nee, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber der Erfolg gibt ihnen ja recht. Sonst wären sie jetzt nicht die Champions. Richtig. Ja, Michael Schenkenberg vom Champion zum Champion. Ne, ja. Kann man ja schon so sagen. Randers waren ja immer sehr spaßig unterwegs. Ich hoffe, dass die Jungs das ernst genug nehmen und wirklich das Feuer haben, auch Maximum Wrestling Tag Team Champions zu werden. Maximum Wrestling Tag Team Titelmatch. Es ist angesetzt auf einen Fall. Ich stelle euch die Kontrahenten vor. Zu meiner Rechten die Herausforderer mit einem Gesamtgewicht von 90 Sixpacks Summersby Cider Apple. Sie kommen aus Randers in Dänemark. They are here to party. Xander and Adonis, Randers Bagnier. Und ihre Gegner zu meiner Linken mit einem Gesamtgewicht von 215 Kilogramm. Aus Hamburg Michael Schenkenberg, der Tiger aus Berlin Toni Harting, die amtierenden Maximum Wrestling Tag Team Champions, die Muskelkater. Bevor es gleich losgeht, möchte ich mich einmal entschuldigen. Meine Stimme hat heute sehr gelitten. Ich bin etwas erkältet. Damit repräsentiere ich natürlich alle Kranken, die heute nicht hier sein können, und vertrete sie voller Stolz hier bei Maximum Wrestling. Kevin, ja? Möchtest du auf den Arm? Geht schon, geht schon. Bist du sicher? Ja, ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Kannst du den Tee kochen? Das wäre ganz nett. Ich glaube, du spinnst. Ja! Wie du schon sagtest, ich hoffe, die beiden nehmen das ernst heute Abend. Ich glaube, ja, also was heißt, ich glaube, das sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Ich meine, es geht um einen Titel. Das ist schon eine Chance, die man hier geboten bekommt. Sie haben sich diese Chance erkämpft. Ja. Aber, ja, ich meine, das sind die Muskelkater, das ist schon eine Hausnummer. Also für mich war es auch überraschend, dass sie sich durchsetzen konnten bei der rohen Weihnacht gegen Obsession. Denn gegen Oak und Tyson, man hat es ja gesehen, da musst du schon wirklich abliefern. Und jetzt sind sie Nummer 1 Herausforderer. Das stimmt, lieber Kevin. Wie geht's in deiner Stimme? Noch geht's, noch geht's. Ja, los geht es jetzt hier gleich. Ja, Ben Bösele hat alles im Griff, checkt da nochmal alle Seiten ab. Ich finde, er sollte auch nochmal genau hinschauen bei den Muskelkatern. Denn die haben ja durchaus auch mal unfaire Tricks im Petto. Ja, das stimmt. Also, naja, sie sind halt die Champions. Da muss man jedes Mittel ergreifen. Da geht es in den Lock-up, aber ausgepowert und einfach weggeworfen. Ja. Ich muss auch sagen, Schenkenbergs Form, da hat sich noch einiges getan in den letzten Jahren. Ja, hat auf jeden Fall noch mal kräftig an Muskeln zugelegt und an Body, würde ich hier sagen. Ja. Ordentlich draufgelegt, ja. Also... Sender legt jetzt auch noch mal ein bisschen Body nach und pumpt sich auf. Oh, oh, oh. Da geht's los.
Lock up. Ja, ist natürlich auch so ein bisschen sich lustig machen über den Gegner, ne? Das ist ja auch gefährlich. Ja, weil der Kraftvorteil ist hier sehr eindeutig verteilt, ja. Und das, ja. Der Muskelkater an sich ist ja irgendwie auch ein Raubtier und das sollte man nicht reizen. Richtig, das stimmt. Oh. Auch wenn er hier sehr viel Körperspannung beweist. Aber Kevin, du musst mir jetzt nochmal sagen, wer ist denn da jetzt eigentlich drin von den beiden? Das ist jetzt Xander. Also, schallernde Ohrfeige. Ja. Also, so gut die beiden auch sind, ich kann sie kaum auseinanderhalten. Sie sind sich sehr ähnlich, finde ich. Ja. Muss man aber auch sagen, sie harmonieren natürlich auch sehr gut miteinander. Was sich immer wieder zeigt. Jetzt technisch. Möchte ich gar nicht abbringen, aber. Aber Tony Harting kommt rein und zeigt, wer hier das Sagen im Ring hat. Ja. Also da. Kräftige Schläge an den Kopf. Gefährlich. Oh, Tony Harting hier. Und wird das die Powerbomb? Nein. Kann kontern, Schläge an den Kopf. Double Team Action. Jetzt linkt schon in. Hat er drin. Jetzt Seile. Wird gewechselt. Schöner Splash. Noch einmal hinterher. Springboard Splash. Noch einer. Over the top rope. Eins, zwei. Das hätte ein schneller Titelsieg sein können. Er hätte mich jetzt zwar stark gewundert, um ehrlich zu sein, aber ja. Also, ich meine, da die Schnelligkeit, ne? Wobei man auch die Muskelkater nicht unterschätzen darf. Auch die können sehr, sehr schnell sein. Absolut. Das haben sie ja bewiesen. Aber man hört schon die Fans klar hinter dem dänischen Team. Ja. Ihr seht schon, also wir hatten es im ersten Tag Team Match heute Abend. Die Draufgänger. Unglaublich schnell. Jetzt wieder. Wahnsinn. Beide Teams sehr technisch. Springball sehr Action. Versiert. Und Double nochmal Double-Timo von beiden. Schöne Kombination. Abgeduckt und Schenkenberg kriegt auch nochmal den Tritt ab. Ja, taktische Absprache. Fans werden auch mitgenommen. Wechsel. Adonis ist jetzt der reguläre Mann. Und Flying Crossbody abgefangen. Aber von beiden einfach abgefangen. Jetzt benutzen sie ihn ausgepowert als Rambo. Nein, sie schleudern ihn einfach auf den eigenen Mann. Rüberkatapultiert. Einfach weg damit. Ne? Also morgen kommt die Müllabfuhr, hat er gesagt. Komm, bring mal Müll raus jetzt. Ne? Und da sieht man halt auch, dass, wie gesagt, der Kräftevorteil definitiv bei den Muskelkatern liegt. Ja. Du hast gerade gesagt, Randa Spani, man kann sie kaum auseinanderhalten, sind ja auch Cousins tatsächlich. Was für ein Backbreaker. Backbreaker, ja. Fast bis drei. Tony Harting siegessicher. Ja. Oh, der Schenkenberg rein, macht er selber weiter. Mal sehen, welche Taktik er hat. Das Wichtigste ist aber hier auf der Seite der Muskelkarte auch, die Gegner nicht zu sehr zu unterschätzen. Ja. Also, ja, natürlich kann man auch mal mit dem Gegner spielen. Ne? Jetzt soll der Body. Man sollte es dann auch. Kennen wir ja in letzter Zeit diese verhöhnende Geste, respektlos von den Muskelkatern. Ja, aber wir machen da auch so ein bisschen die Pose der Draufgänger nach, oder? Stimmt, ja. Und das nur mit so einer Fuck You Attitude. Ja, genau. Ja, also da auch nochmal ganz klare, eindeutige Signale. Ja, die haben eine ganz eigene Attitude und bisher bringt es die beiden ja auch zum Erfolg. Side Headlock. Adonis kommt wieder auf die Beine. Harte Schläge in die Magen. Uppercut. Aber Tony Harting, der hackt da schon wieder was aus. Aber Tag bei Randa Spanier. Aber die Frage ist, hat Ben Böseler das gesehen? Nein, okay. Nee, hat er nicht gesehen. Gut. Adonis muss wieder rein, wird jetzt da isoliert in der Ecke der Muskelkater. Und jetzt natürlich taktisch wieder klug.
ja, den Referee ablenken, damit Tony Harding da nochmal ein bisschen unfaire Mittel einsetzen kann. Du sagtest es ja am Anfang. Ja. Sander legt sich jetzt auch noch mit Ben Bösele an, was die Muskelkater noch mehr Zeit gibt. Tut damit seinem eigenen Teampartner echt keinen Gefallen. Ja. Also das muss man ja schon mal sagen. Tony Harding sagt, was, alles gut, ich habe gar nichts gemacht. Und schon wieder der Griff ins Gesicht. Aber ja, zieht er nochmal ein bisschen an der Nase. Und die Nase nochmal langgezogen. Ja. Oh, und dann dieser Schlag auf den Bauch, auf Vorarm. Die Bauchmuskeln, die so überstreckt waren. Das tut weh. Das schmerzt. Wir beide kennen uns jetzt nicht so aus mit Bauchmuskeln, aber das stelle ich mir auf jeden Fall schmerzhaft vor. Oh. Adonis, hast du diesen gezeigt? Krachenden... Ja. Eieieiei. Was für ein Splash. Und jetzt arbeiten die Muskelkater super zusammen. Ja. Suplex. Verstärkt durch die Power von Tony Harting. Oh. Okay, das sind auch harte Jungs. Die können auch einstecken. Ja, einstecken können sie auf jeden Fall. Die Frage ist noch, wie lange? Ja. Oh, gekontert von Adonis. Oh, Diskusvorarm. Ja, Vertical Suplex. Und den hält er lange, hält er seinen Gegner. Da kenne ich noch jemanden hier bei uns, der das so macht. Noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen länger. Ja. Hochgesprungener Elbow Drop. Ja, reicht aber nicht zum Sieg. Da wittern die Muskelkater schon das Catnip nach dem Sieg, aber leider noch nicht. Ja. Die Fans eindeutig auf der Seite von Randerspacker hier. Ja, das dänische Team kommt wahnsinnig gut an, aber werden sie auch mit den Tag Team Champion Titeln belohnt? Fiese Aktion. Wow. Ja. Einmal dieser Front Face Slam. Ja, hart. Platsch hat's gemacht und jetzt. Dropkick, DDT-Kombination. Ja, und jetzt war es das, würde ich sagen. 1, 2, 3. Okay. Nein! Aber die beiden wissen auch einfach, wie sie ihre Kräfte bündeln können. Ich meine, kräftetechnisch sind sie überlegen und das zeigen sie auch in den Tag-Teams. Das hebt sie auch einfach ab, finde ich. Also ja. Die beiden machen sehr viel zusammen, ja, die Muskelkater. Sehr viele Tag-Team-Action, sehr viele Tag-Team-Moves, die Double-Team-Moves. Und die sitzen. Und die sitzen und die sitzen richtig. Ja, und mit einer Explosivität gleichzeitig ja auch. Da rechnest du als Gegner nicht mit. Oh, Codebreaker. Aber Hengberg eingewechselt. Er führt nur zum Tag. Okay. Ui. Jetzt der Tag. Jetzt ist Sender im Ring und räumt beide Gegner ab. Vorarm. Noch einer. Flying Vorarm hinterher. Abgeduckt und... Toll, der DDT kommt. Wunderschön gemacht von Randerspacker. Und die Halle steht. Respekt an dieser Stelle auf jeden Fall dafür. Wahnsinn. Das muss man auch erstmal so explosiv raushauen. Werden wir Zeuge einer riesen Überraschung? Sollte es Randerspacker tatsächlich gelingen, die Muskelkater zu bezwingen? Rap mehr, doppelt. Beide ducken sich weg. Brutale Superkick. Superkick-Party an den Hinterkopf. Superkicks hier. Also, jetzt die Katzen, die Muskelkater kommen wieder auf die Beine. Und ja, treten natürlich jetzt nach. Ja, aber. Ja, beachten. Adonis ist auf dem obersten Ringseil und. Okay. Schön gemacht. Alle vier Männer am Boden. Aber erstmal alle vier Männer am Boden. Ja, das muss man auch erstmal machen. Und es geht schon wieder oben auf das oberste Ringseil, aber das hat nicht ganz funktioniert. Jetzt spielen die Muskelkater wieder ihre Kraft aus. Wieder wunderschön gemacht. Alabama Slam. Kombination. Oh, 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 oh.
mein Gott! Einfach quer durch den Ring geflogen, ja. Rettet seinen Partner vor der Niederlage. Ja, das kann man mal machen. Ja, ich weiß nicht, ob das wohl morgen Muskelkater gibt. Oh, jetzt muss aber. Ja, aber er hangelt sich nach wieder draußen. Rein. Gute Ringübersicht von Schenkenberg da an der Stelle. Jetzt wollen sie Feierabend machen. Toni, jetzt geht sogar Toni Harting aufs oberste Ringseil. Und jetzt kommt es. Top. In den Rücken. Und DDT-Kombination. Brutaler Dropkick. Ja. Brutal. Nochmal verstärkt. Diese Capoeira-Kicks. Ich sag's immer wieder. In der man nicht K.O. ist. Ja. In der man nicht K.O. ist. Ansatz, aber geht nicht durch. Einroller. Einroller. Randa Spaniel und. Nein! Oh mein Gott! Randa Spaniel gelingt die Überraschung! Diese neue Tag Team Champion von Maximum Wrestling! Was zur Hölle? Michael Schenkenberg, Toni Harting können es nicht fassen. Sie haben ihre Titel verloren. Toni Harting sieht mies gelaunt aus, legt sich dann auch mit den Fans an. Oh! Das könnte eskalieren hier. Legt sich hier mit den Fans an. Das war ein 3. War bis 3, ja, ne? War bis 3, ja, doch. Ja. War's doch, oder? Aber Katzen können ja bekanntlich nicht zählen. Ja. Ja. Ach, Apu, dich haben wir gesucht. Herr Apu, wir haben ein Problem. Und zwar sind wir die Gehaltsliste durchgegangen und haben festgestellt, dass wir für sowas wie dich kein Budget mehr übrig haben. Es sei denn, du performst heute. Und unter Performen verstehe ich Folgendes. Sagen wir es einfach mal so, du hast 5 Minuten. Nachdem er endlich von der Gehaltsliste gestrichen ist, hast du eine neue Aufgabe. Alles klar, ich freue mich drauf. Willkommen zum nächsten Match, das ist auch ein Titelmatch. Oha, jetzt wird eskaliert, Die Boys aus deiner Hood oder so. Johnny Malibu, Publikumsliebling, er schaut in sein Fernglas, weit muss er nicht gucken. Die drei Schwimmer sind direkt am Start. Ja, da möchte jemand wohl die mal die Boje streicheln. Ja, das lasse ich jetzt mal unkommentiert.
Guck dir mal diese Badedonuts an. Ja. Die Schwimmreifen. Schwimmringe. Also hab hier... Hab ich auch. Ja, aber bei dir sind sie fest angewachsen, Kevin. Ja. Yeah. Mein kleiner Pappelbär. Ja, man merkt, es wird langsam wärmer. Beatparty kann beginnen. Ja, ja, ich habe auch schon ganz tolle Frühlingsgefühle, gerade wenn ich dich heute so sehe. Oh, mein Engel. Ja, so gern ich den Baywatch-Mann habe, jetzt kommt der... Der einzig wahre Alpha-Predator! Der bengalische Tiger! Das Monster aus dem Dschungel! Abusing! Der Northern Champion! Das hast du mal wieder wunderschön gemacht, wie dein Zweiter im deutschen Wrestling-Business. Der Wahnsinn. Das ist aber auch ein Tier. Ja, an dieser Stelle möchte ich noch einen Dank einbauen und ein herzliches Willkommen an unseren neuen Agent-Manager im Backstage-Bereich, an die Legende des deutschen Wrestlings, Martin Neuss. Oh, ja, muss auch mal gesagt werden. Richtig. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, aber bestimmt hast du es gesehen. Divya hat ja gesagt, nachdem Romero abgefertigt wurde von Apu, ist er jetzt mit dem Kindergarten fertig und nimmt sich jetzt die Grundschule vor, den Johnny Malibu. Ja. Das ist schon auch sehr respektlos. Respektlos, ja. Rettungsschwimmer gegenüber. Nein, dem Alpha-Predator gegenüber. Ach so. Das folgende Match ist ein Maximum Wrestling Northern Championship Titelmatch und ist angesetzt auf einen Fall. Ich stelle euch die Kontrahenten vor. Der Herausforderer zu meiner Rechten mit einer Körpergröße von 1,75 Meter und einem Körpergewicht von 85 Kilogramm. Er kommt aus Kalifornien bei La Boe. Er ist der Rettungsschwimmer, unser Baywatch-Mann, Johnny Malibu! Zu meiner Linken, mit einer Größe von 1,90 Meter und einem Körpergewicht von 110 Kilogramm. Er kommt aus Mumbai in Indien. Er ist das Alpha-Tier und der amtierende Maximum Wrestling Northern Champion, Apu Singh! Der Alpha-Predator! Bleib ruhig, erklär mir das jetzt nochmal. Also ich fand das Johnny Malibu gegenüber schon sehr respektlos, ihn als Kindergarten zu bezeichnen. Nein, es war sehr respektlos dem Alpha-Predator gegenüber, denn das ist ein wahrer Champion, ein wahres Monster, ja, und das, ja, muss man auch würdigen. Ja, und man darf nicht vergessen, auch Apu musste mit durch diesen brennenden, mit Reißzwecken drapierten Tisch. Möchtest du den Satz nochmal neu anfangen, Kevin? Ja. Auch wir sind hier nur leider live. Das so, unglaublich. Ja, also Apu musste. Ich wundere mich auf jeden Fall, dass Apu überhaupt hier noch stehen kann, aber weil er auch mit durch diesen brennenden Tisch musste und Reißzwecken in diesem menschlichen Körper drinsteckt. Ja, ist gut jetzt. Nicht vom Beckenrand springen, Kevin. Okay. Ja. Oh.
Ah, Malibu startet gleich hart. Aber wer fast wieder aus dem Ring hinten einmal durch den Ring mit dem Backbody Drop. Aber Malibu ist heiß. Er nimmt ihn auf die Schultern. Ja. Hebt ihn aus, ja. Sehr schön gemacht von Malibu. Ja. Das ist natürlich auch eine Aktion, wenn die der Alpha Predator einstecken muss und jetzt noch der Seemannskörper kommt, dann ist hier vielleicht einfach Ende. Ja, aber schauen wir jetzt erstmal. Und anvisiert, aber... Nein, geht daneben. Landet da hart auf dem Rücken. Kein Wasser jetzt, im Pool. Nee, kein Wasser im Pool, da hätte man vorher mal checken sollen. Da kommt die Clothesline aus der indischen Hölle. Und Malibu ist gezeichnet. Nochmal. Der wird da aber auch durchgerüttelt. So soll es sein. Und jetzt. Jordan Clothesline hinterher. Hält den Arm weiter fest. Wir haben das schon so oft gesehen. Und er macht das so gut. Klopp ihn um. Ja, und noch eine. Malibu fast schon der regungslos. Der Predator zeigt, was er kann. Das sieht schlecht aus für Malibu. Jetzt der Vertical Suplex aus der indischen Hölle. Wieder geht es da. Ich habe immer Angst um diese Kugel. Irgendwann kommt die noch mal runter. Ja. Aber wie lange er ihn da hält. Schau an, als ob Malibu einfach nichts wiegt. Wie so ein Stück Butter. Zack. Der wiegt auch seine 85 Kilo. Die muss er erstmal so lange halten können. Ja, und... Abu Sinkan zu Recht jetzt stolz auf dich sein. Komm, zeig, dass du daraus gelernt hast. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ist Malibu überhaupt noch bei sich? Nee, ich glaube nicht. Da ist das ganze Blut in den Kopf geflossen. Und jetzt Powerbomb-Ansatz. Ja, geht durch. Powerbomb. Brutale Powerbomb. Ja, immer diese harten das Power-Moves. Ist, das geht ja auch alles auf den und Nacken, auf die Wirbelsäule, auf den Kopf. Ja. Und noch eine Powerbomb. Er spielt mit Malibu. Das ist schon kein Spiel mehr. Das ist eine. Das kommt einer Hinrichtung gleich. Ja. Ja, Mumbai Power Slam Ansatz. Soll kommen der Finisher und geht durch, zack. Das war's doch jetzt. Eins, zwei, drei. Kurzer Prozess. Kurzer Prozess. Wow. Also, der Titelsieg hat ihm ordentlich Aufschwung gegeben. Da sehen wir Martin Neute. Ja, eben habe ich es noch angesprochen. Ja, stimmt. Wie mir der neue Maximum Wrestling Agent Martin Neute soeben gezeigt hat. Mit einer Rekordzeit von 2 Minuten und 27 Sekunden. Weiterhin Maximum Nordland Champion. Rekordzeit. Ja, Rekordzeit. 2 Minuten 27. Das schnellste Match in der Geschichte von Maximum Wrestling heute Abend. Einfach mal weggekloppt. Ja, Respekt. 2 Minuten und 27 Sekunden hat er nur gebraucht, um den Rettungsschwimmer abzufertigen. Abu Singh. Ja, Respekt. Immer noch der Norwand-Champion. Der bengalische Tiger. Der Alpha-Predator. Ja! Ja, echt mal. 2 Minuten 27 weggemacht. So muss es sein. Wir machen weiter mit einem Singles-Match, angesetzt auf einen Fall. Krass. Weiter geht es. Heftige Szene. Da muss man erstmal durchatmen nach diesen 6 Sekunden gerade. Definitiv. Da gönne ich mir doch erstmal einen Schluck. Oh, das Monster aus Hamburg.
Ja, bedrohliche Gestalt. Mit einem Gewicht von 151 Kilogramm. Er ist das Monster aus Hamburg. Heisenberg! Ja, wie du es schon gesagt hast, eine beeindruckende Statur. Und dieses Monster hat bei der letzten Show, bei der Runenweihnacht, Nicolas Glut hinterrücks attackiert, nachdem dieser schon ein Match hatte. Er hat zwar gewonnen, aber er hat es trotzdem in den Knochen und wurde völlig überraschend zerstört. Hier ist sein Gegner. Ja, der Mann mit dem besten Entrance in ganz Deutschland, Nicolas Glut. Ja, würde es ihn auf Schallplatte geben, ich würde ihn mir holen. Ja, ich will auch. Mit einem Gewicht von 49 Flaschen Whisky. Er kommt aus Berlin. Er ist die Berliner Schnauze. Nicolas Glut. Sofort ein Maul zu halten. Die Schnauze aus Berlin. Und Glut will natürlich Rache. Doch wenn du dieses Monster im Ring siehst, wie soll er das schaffen? Er ist körperlich unterlegen. Und du hast ja bei der letzten Show gesehen, mit was für einer Brutalität Vincent Heidegger zur Sache geht. Wie soll Glut das schaffen? Aber ich möchte dich nochmal an unser Taxi-Titelmatch geben, Deiner. Da waren auch die körperlich Unterlegenen diejenigen, die da als Champion rausgegangen sind. Aber der steht da alleine im Ring. Da muss der jetzt alleine durch. Gibt es da was, wo du sagst, das müsste Glut machen, das wäre eine gute Taktik? Also ich würde mir Heisenberg auf jeden Fall weit weg vom Körper halten. Das heißt, ich würde versuchen, mit Schnelligkeit irgendwie auf die Beine zu gehen, ihn von den Beinen zu holen. Gute Idee. Und dann auf jeden Fall versuchen, ja, da so schnell wie möglich durchzukommen. Ja? Schauen wir mal, was Glut sich überlegt hat. Er sieht auf jeden Fall wild entschlossen aus. Er hat sich, denke ich, auf jeden Fall eine Taktik zurechtgelegt. Denn jetzt weiß er ja auch, wer da vor einem steht. Ja, Glut ist ready. Und dann geht's los. Und das ist genau das Richtige. Schnelligkeit. Ja, und mit was für ein Feuer der loslegt. Aber er wird natürlich ausweichen. Das, genau. Er bearbeitet die Beine. Genau wie ich es gesagt habe. Gegen die Beine, gegen den Kopf, die Gegner von den Beinen holen. Ja, das sind Wirkungstreffer. Ja, aber, was für ein Schulterblock. Ja, da muss man eigentlich aufpassen. Ja, okay. Ja, jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn in seinen Fängen. Ja. Ich glaube. Auch ein harter Headbutt hinterher. Also, ich möchte jetzt mal nicht zu viel sagen, aber ich glaube, das wird ähnlich kurz wie eben. Ja, also die Befürchtung wächst auf jeden Fall auch in mir. Glut hat sehr gut angefangen. Das ist, also er hat hier keinen Fehler gemacht. Ja? Da gibt es nichts, wo man sagt, ja Mensch, hättest du besser machen können. Kann man ihm nicht unterstellen. Ja. Er arbeitet sich jetzt nochmal zurück, aber er wird halt einfach weggekloppt. Guck dir das an. Er wird einfach weggekloppt, arbeitet natürlich. Ja, aber es verpufft die Schläge einfach. Es verpufft einfach. Ich meine, mal die körperlichen Fakten. Heisenberg ist über 2 Meter groß und wiegt 141 Kilo. Nicolas Glut hingegen 85 Kilo und nur 1,73 groß. Also ja, das ist, und da muss man fast aufpassen, dass er ihm nicht den Kopf abreißt, ne? Also das muss man einfach mal so sagen. Bei solchen Händen, die machen einfach mal Schnippi-Schnappi und dann ist es ab der Kopf. Ne? Ja. Also machen wir uns nichts vor. Jetzt hat er ihn unter Kontrolle. Bärhack. Ein Move, den man halt heutzutage gar nicht mehr so häufig sieht. Sehr effektiv. Gerade bei so einem größten und kraftüberlegenen Gegner sowas anzusetzen, dann an Glut. Oh, das bricht nicht kaputt. Dann noch die in die Ringecke jetzt geslammt, einfach reingeschoben. Oh, ja. Jetzt nimmt er auch noch Anlauf. Aber Glut geht zur Seite. Ja, die Schnelligkeit. Feuert nochmal nach vorne. Klopft sich vor. Sehr, sehr schön. Nimmt Anlauf. Holt Anlauf. Aber wird einfach ausgehoben. Wird einfach ausgehoben. Aus dem Rennen heraus. Und? Oh, Fall Away Slam. Eieiei. Weg damit, ja, hat er gesagt. Splash in die Ringecke. Ist da eigentlich noch was da? Glut jetzt sackt zusammen. Also ich meine, Knochen gibt irgendwann nach, ne? Metall nicht. Oh, Cannonball.
Oh mein Gott. Ich bin, wie, also Knut ist, das ist hinüber. Er ist einfach weggemacht. Und wie gesagt, da kann man ihm auch wirklich gar keine... Eins, ja, zwei, drei. Ist, was? Nein, oh, Knut kommt. Knut kommt da noch mal raus. Knut kommt raus, auf jeden Fall sehr... Ich würde fast schon sagen, gewagt, dass er das noch macht. Ja, also es gibt Leute, die hätten gesagt, da bleibe ich lieber liegen. Aber Knut faltet sich nochmal nach oben in der Ohrfeige. Jetzt Verletzung riskieren. Vorarm noch einer. Schau das an, Knut. Knut kommt wirklich nochmal zurück. Dieser Klopper auf den Kopf. Komm, also. Knut, gib alles. Nochmal an den Kopf. Und wieder an auf. Oh, Big Boot. Einfach gut. Einfach durchgelaufen. Einfach durch ihn durchgelaufen. Einfach mal kurz weggemacht. Also es ist also einfach, was wir heute erleben, ne? Es ist ja so gewesen, dass spielt er mit ihm. Nicolas Knut Big Nick zum Beispiel besiegt hat. Auch wirklich ein Riese. Aber der Heisenberg, der ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber. Auf die Nase. Auf die Nase vorne drauf, auf die Brücke sozusagen. Und jetzt dieser Ansatz. Schießen. Mit dem Innenrücken. Oh, was ist hier mit dem Wort? Tränen ins Auge. Ja. Also nicht mir, aber. Nee, aber. Gut, ne? Und. Ne? Und Eieiei. Ja, spielt er weiter mit ihm. Jetzt dieser. Eins, zwei. Das hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn das zum Sieg geführt hätte. Eher so eine Dominanz-Geschichte jetzt. Aber Knut faltet nochmal. Jetzt genau. Er macht es jetzt richtig. Gegen die Knie. Ja. Es ist das Kämpferherz, was Knut das beweist. Das hat er auf jeden Fall und das traue ich ihm auch zu. Ja, aber wieder muss er einen Headbutt einstecken. Gemacht. Du hast es richtig gehört, dieser Dumpfe, dieses Pock. Einfach so weg. Ja? Ausgehoben. Wieder ein Fallaway-Slam durch den Ring. Auf der anderen Seite in die Ringecke. Nicht noch ein Cannonball. Gut, geht zur Seite. Gut, geht zur Seite. Das ist jetzt seine Chance. Jetzt muss er schnell nachlegen. Jetzt muss er nachlegen, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist, dabei jetzt aufs oberste Seil zu gehen. Doch, er geht aufs oberste Seil. Das jetzt dauert ist lange. Seine Chance. Heisenberg kommt auch seine wieder mit. Seine Chance. Oh. Missile Dropkick. Missile Dropkick geht durch. Jetzt der Pin, das muss er. Eins, zwei, okay, aber eins. Kaum bis der eins. Bis eins. Einfach der Arm hoch. Er haut einfach den Arm hoch. Und, Gott. Oh, diese Clothesline. Knut auch bei 1. Knut auch bei 1 raus. Was ist denn mit dem Jungen? Gibt sich jetzt selber Feigen. Was pusht ist sich da wieder hoch. Klopft sich selber ins Gesicht. Oh, jetzt hier. Flasche Whisky und ich bin wieder da. Sagt er, wa? Ja, da schießt das Adrenalin ins Blut, in aber den Kopf. Aber Heisenberg, guck dir das an, dieser riesige Schatten, der Schatten Mordors, der sich da über... Oh, muss nach draußen! Clever von Knut, einfach das Seil nach unten gezogen. Ja, smart gemacht von Knut, wenn er jetzt wieder zu Atem kommt, wenn er es jetzt wieder schafft, auf die Beine zu kommen. Er muss sich jetzt nach oben pumpen. Ja, jetzt hat er den Vorteil. Jetzt ist er in einer guten Position. Er ist ein bisschen weiter oben. Jetzt muss er sich was einfallen lassen. Verarbeitet jetzt da draußen Heisenberg. Aber jetzt mit den Schlägen. Aber kloppt ihn einfach. Sieh dir das an, dieser Schatten Mordors, der da einfach über Gondor, sage ich jetzt mal, hereinfällt, um mal in der Nerdsprache zu bleiben. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber gut. Ja. Sehr, sehr gut, Kevin. Ja. Schafft es Knut tatsächlich zurückzukommen? Heisenberg nein. Nicht mit dem Kopf. Knut hat es abgewehrt, okay. Er hat den Kopf, ich sag mal. Knut ist rechtzeitig in den Ring gekommen. Countdown. Okay, das war knapp. Silvia und Michaelo. Die Schnauze auf Berlin, er scheißt auf alles.
Ja, was will der Head of Business Development jetzt hier? Die wir, als wir haben kein Mikrofon. Das ist bei... Sorry, Lady. Wir haben kein Mikrofon. Ich hätte ihr ja gerne geholfen, aber... Ich hätte ihr auch gern geholfen, also... Gerne, ja. Aber ich glaube... Aber das war aber verdammt knapp gerade eben. Also das, es wären fast beide ausgezählt worden. Bei 9,3 Viertel wieder zurück in den Ring gerollt. Aber was will Michael... Blut schubst jetzt die Kylo um. Ja. Rammt ihn da einfach weg. Er hat gewonnen. Okay. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Bleib hier. Egal wie. Bleib hier. Mikaelo sagt, bleib hier. Ja, bleib hier, bleib hier, ich hab noch was zu erzählen. Okay. Es ist Blut jetzt gelungen, alle Herausforderer aus dem Weg zu schaffen, die Mikaelo ihm in den Weg gestellt hat. Sogar das Monster Heisenberg. Wisst ihr, als ich diese Aufgabe übernommen habe, war Maximum Wrestling am Ende. Ich gab euch ein neues Konzept und ich verlangte dafür im Gegenzug nichts. Ich gab euch neue Talente und ich verlangte nichts. Ich bettelte bei den Wrestlern im Backstage, kommt bitte für weniger Gage kämpfen. Ich machte Maximum Wrestling wieder sehenswert und ich verlangte nichts. Oh, Divya gibt ihm ein Taschentuch. Der Arme, ne? Und während Blut tun und lassen kann, was er möchte, und ihr ganz genau wisst, dass ihr all das nur wegen mir habt, boot ihr mich aus. Ich gab euch Korai, ihr wolltet Korai nicht. Ich gab euch dem Stübing, ihr wolltet dem Stübing nicht. Ich gab euch Heisenberg. Ich gab euch Abu. Ich gab euch Titan und ihr wolltet nur Glut. Wird wohl seine Gründe haben, oder? Definitiv, ja. Ich meine. Aber wisst ihr was? Ihr habt doch das falsche Pferd gesetzt. Guck ihn dir an. Also, es ist und der Glutstar. Das, was jetzt passiert, eben. Daran seid du hier schuld. Lass mal reden. Hero, da steht er. Aber jeder Held muss eines Tages sterben. Was? Blut, du bist gefeuert. Was? Das kann nur ein Scherz sein. Das kann nur ein Scherz sein. Mikaelo, ja! Jetzt, wo er sowieso gefeuert ist, ja! kann er die ganze Wut rauslassen, die sich über die letzten Monate angestaut hat. Oh mein Gott. Klopp ihn nieder. Wie ein Berserker. Ja. Jetzt kriegt er seine Rache, nach die er sich gesehnt hat, über Monate. Tombstone. Und Blut sein Palmdriver. In diesem Fall ist es ein Tombstone. Und ich glaube, jeder Fan hier in der Halle hat sich genau das gewünscht. Ja, ich mir auch. Ich höre das ja nicht. Ach scheiße, warte mal, das wird ja aufgenommen. Oh, ich hab nichts gesagt. Ja. Deutschlands beste Ketchup-Wasser kann ihn keiner reichen. Hat er das Mikrofon, hast du sofort ein Mund zu halten. Die Schnauze aus Berlin, er scheißt auf alle, ihn stoppt keiner. Und wenn du es nicht checkst, gibt es sofort ein Peilschreiber. In der Kneipe sein Zuhause, Berliner Weiße in die Plauze. So motherfucking geil und geht mit deiner Frau nach Hause. Die Acht ist arrogant und ihr alle findet es nicht gut. Doch ihr könnt alle nichts machen, denn es ist kein fucking Kino.
Ich glaube, das wollten wir alle sehen, oder? So, an der Stelle bedanke ich mich an unsere Kooperationspartner, die da wären. Ole und Simon von S&W Elektrobau, dem Event-Technik-Team von Acoustic Art, Druck Art, Baltic Fitness Supplements und Moonsoil.de. Und für jeden, dem Zuschauen nicht reicht, bietet die Maximum Wrestling School donnerstags und sonntags Training für Amateure und Fortgeschrittene an. Wer also selber Teil dieser Action sein möchte, darf sich gerne über die sozialen Medien oder www.maximum-wrestling.de für ein kostenloses Probetraining anmelden. Also kommt vorbei. Kommen wir nun zum Main Event des Abends. Es ist ein Gauntlet-Match und es geht um die Maximum Wrestling Championship. Dies bedeutet, dass zwei Kontrahenten antreten in einem Singles-Match, angesetzt auf einen Fall. One Fall. Der Sieger dieses Matches bleibt im Ring und der nächste Herausforderer kommt heraus, bis der Letzte eine Chance auf die Maximum Championship von Pete Bouncer bekommt. Ich bitte die ersten Kontrahenten in den Ring. Zeit, lieber Kevin! Ja, ja! Das stimmt! Und wen sehen wir da als erstes? Tim Stüping! Ein Gewicht von 90 Kilogramm! Er kommt aus der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover! Er ist der Present of Catch! Das Geschenk an die deutsche Wrestling-Szene! Best! Das Geschenk an die deutsche Wrestling-Szene. Da muss man ja auch mal Danke sagen. Ja! Aus Hannover! Im Tübing. Hier ist für euch The Present of Catch. Das Geschenk an die deutsche Wrestling-Szene. Bad Tim Stübing. Doppelt hält besser in dem Fall, ja. In meinen Augen einer der besten Wrestler, die wir haben im norddeutschen Raum. Kann ich nur so bestätigen. Kontrahent Nummer 2. Körperlich ja auch absolut in Shape. Absolut. Oh, jetzt kommt ein Publikumsliebling. Der Pro! Und er sehnt sich so sehr, Maximum Wrestling Champion zu werden. Doch er hat ein hartes Stück Arbeit vor sich hier im Gauntlet Match. Wir haben es ja eingangs sehr schön erklärt bekommen von Steven, dem Ringsprecher. Ja! Erstmal ein paar Gegner aus dem Weg geräumt werden, bis man den Bouncer vor die Flinte bekommt. Anscheinend, ja. Als ein Gauntlet Elimination Match. Ja, also es geht immer weiter, bis man dann, ja, mein Champion ankommt. Ja. Auf jeden Fall starten jetzt hier Tim Stübing und die Krähe Großschwester. Ja. Aber wenn du als erstes startest in so einem Gauntlet Match, hast du natürlich eigentlich die schlechtesten Karten, weil du am längsten durchhalten musst. Du musst den längsten Atem haben. Aber ich sehe bei beiden auf jeden Fall Potenzial dazu. Ja. Ja. Ich sehe jetzt hier schönes Wrestling am Anfang. Oh, gleich der Schulterblock. Oh, aber Crowchester steht direkt wieder. Kip ab. Kip ab. Ja. Und ja, Tim Stübing
Oh ja, oh, ja. Direkt vom Schlag in den Headlock. Ja, seit Headlock ja. Gelöst. Oh, beide und Männer sehr. Hopp, sagt er. Ja. Zack, drüber. Ey, was sehr athletisch von Crowchester. Respekt und an dieser Stelle. Ja. Sich da ab, nimmt den Stübing hoch, aber der kontert seinerseits. Ja. Was hat Crowchester vor? Ja. Oh, ja. Okay. Ja. Eine Art Facebuster. Ja, kann man so nennen, aber oh ja. Beide Männer aber kurz mal eben ein bisschen die Front geklärt, aber relativ schnell und jetzt dieser Sidekick gegen den ja, Kopf. Aber Crowchester. Standing Moonsault. Eins, zwei. Crowchester führt dem Stübing da ja fast schon vor. Definitiv, also das kann man schon genau so nennen. Liebesbekundungen in die Fans. Hat er dafür wirklich genug Zeit? Nein, denn Tim Stübing kann kontern. Und Lariat Clothesline. Da schlägt sie ihn zu Boden. Zwei. Der Crowchester schon fast raus gewesen. Ja. So schnell kann sich das Blatt wenden. Aber jetzt lässt auch Tim Stübing sich da sehr viel Zeit. Aber ein harter Tritt in den Rücken. Zwei. Ja, Crowchester kommt noch schnell raus. Aber am Rücken, du siehst, ist schon rot gezeichnet von dieser Brutalität von Tim Stübing. Whippen. Muss er jetzt natürlich auch nachsetzen, wenn er Crowchester aus dem Main Event raushaben will. Ja, beide Männer werden jetzt dann doch immer aggressiver, ne? Also am Anfang dieses technisch versierte, schnelle, jetzt dann doch eher ein bisschen verbissener, ne? Das Vorgeplänkel ist vorbei. Ja, die netten Gefühle sind dahin, ja. Oh. Die Konter von Crowchester, Schläge in die Magengegend, Vorarms an den Kopf, nimmt wieder Anlauf. Wunderschöner Dropkick von Tim Stübing. Ja, Tim Stübing, wie gesagt, ein Ausnahmeathlet. Ja, Crowchester natürlich auch, das will ich auf jeden Fall nicht hier vom Tisch lassen. Ja. Ja, Tim Stübing ist da halt viel am Flexen, zeigt seine Muskeln, lässt sich ja, da aber feiern. Das ist aber ja auch okay, das kann man mal machen. Ne? Ich meine, er kann es auch. Ja. Klatschender okay. Job. Gut ins Gesicht. Ja. Muss Tim Stübing einstecken. Aber wieder diese Athletik von Crowchester. Slingblade von Stübing. Slingblade, genau. Und dann in den Pin. Eins, zwei. Reicht noch nicht. Der Ärger natürlich groß bei Tim Stübing. Beschwert sich da jetzt bei Kev the Ref. Das hilft aber nichts. Er sollte da jetzt nachlegen. Oh, er zeigt es an. Er will jetzt Schluss machen. Der Finisher soll folgen. Der Sturz der Helden, aber ausgekontert. Ja, ausgekontert. Von Crowchester. Oh, ausgerollt. Oh, nein. Ja. Jetzt wieder der Sturz der Helden. Da ist er angesetzt. Oh. Ja, und Running Form. Ja, das war der Cut. Wheel DVD und Beyblade Elbow hinterher. So, Tim Stübing. Oh, der V-Trigger. Ja, ist er. Jetzt will er den Sack zumachen. Jetzt, Finisher soll kommen. Jetzt, das ist der Sturz der Helden. Schau es dir an. Oh, ausgekontert. Oh, was macht Crowchester? Wahnsinn, eins, was für ein Cover. Tim Stübing ist raus. Das ging jetzt schnell. Es sah aus, als würde Tim Stübing Crowchester rausschmeißen, aber nein. Tim Stübing ist ausgeschieden. Jetzt ist er eliminiert. Jetzt ist er eliminiert.
kein Grinsen, da ist so ein leichtes Grinsen mit drin. Du kleines Schweinchen, du. Kontrahent Nummer 3. Also, Tim Stübing ist raus. Sehen wir jetzt? Oh ja, Pete Bouncer? Denken, das ist Pete Bouncer jetzt? Ja, scheint so, oder? Deutschrap-Musik. Also Ivan kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja. Was ist denn mit den anderen Kontrahenten passiert? Ja, also, jetzt werden wir den Champion sehen wahrscheinlich. Relativ früh, dass er in dieses Gauntlet-Match einsteigt. Es ist Ivan Kiev. Ivan Kiev. Mit einem Kampfgewicht von 95 Kilogramm. Er ist eine Hälfte des Merch Clubs. Warum sehen wir Ivan Kiev? Ivan Kiev! Will er tatsächlich selbst Jagd machen auf den Titel von ja, Pete Bouncer? Aber das wäre ja irgendwie. Also, das verwirrt mich jetzt natürlich. Ja, ich blicke auch in viele Gesichter der Fans mit Fragezeichen. Könnte aber natürlich auch Taktik sein, sage ich jetzt mal. Ne? Wir haben ja nun wirklich, also dieses Spielchen damals, ne? Wir können uns noch daran erinnern, mit Trennung des Perch Clubs, bla bla bla. Und dann dieser Stuhlschlag. Ja, ja, der Perch Club ist unberechenbar, ist aber... Jetzt auf jeden Fall erstmal Lock up, Ivan Kiev gegen Crowchester. Crowchester hat schon ein Match in den Knochen. Ja, Kip up, aber ja, immer noch Kip. Kommt Crowchester wieder auf die Beine. Oh, Chop von Ivan. Einmal niedergestrickt von diesem Chop. Nicht mehr. Ein harter Tritt in den Rücken. Oh, siehst du diese roten Striemen am Rücken von Crowchester. Ja, die sehe ich und das tut weh. Ja. Oh. Sehr schön gemacht von ihm. Schöner Spinning Backbreaker. Ja. Einfach mal nennen. Noch ein Backbreaker hinterher. Oh. Ivan. Man merkt auch Ivan. Oh. Also die Verbissenheit. Ivan hat das nie verloren, finde ich. Noch ein vierter? Ja. Der ist gleich wieder durch. Mal. Jetzt streckt er da nochmal den ganzen Körper durch. Ivan Kiev einfach seit Jahren auf einem unglaublich hohen Niveau. Ja. Ja. Aber solche Attacken einzustecken, dafür ist der menschliche Körper einfach nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie Crowchester da wieder ins Match finden will. Ja, Ivan jetzt auf jeden Fall natürlich. Klopp auf den Rücken. Einfach mit dieses Geräusch, das tat gerade richtig weh. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Ja. Und nochmal. Und Ivan ist natürlich frisch, ja. Er ist der frische Mann im Match. Ja. Und wenn er jetzt, sage ich mal, seine Größe, seine Kraft ausspielt, sich die Kräfte einteilt, das ist auch sehr schlau gemacht, wenn auch andere Gegner folgen. Definitiv. Oh, aber Crowchester kämpft sich nochmal nach vorne. Ja. Dieser Kick jetzt gegen das Knie. Ja. Superkick. An den Kopf. Nochmal das Knie. Und jetzt eins, zwei. Ivan kommt raus. Da braucht es mehr, um Ivan Kiev zu besiegen. Ich glaube, Crowchester will fliegen und das wollen wir alle sehen. Ja, die Krähe kann fliegen, definitiv. Oh. Da ist sie auf dem Seil. Oh. Das Dirty Splash sollte kommen. Durch. Ivan Kiev. Ausgehoben. Und Powerbomb. Oh, was für eine Powerbomb. Eins, zwei. Da. Oh. Crowchester kommt wieder raus. Ein und das andere Mal raus. Er ist auf jeden Fall verbissen und hat Kämpferwillen. Den Ivan Kiev auch hat. Also das ist schon, das könnte jetzt hier
ewig hinziehen, sage ich mal. Ne? Ja, aber Crow ist hart im Nehmen. Er ist hart im Nehmen, aber irgendwann ist auch er gebrochen. Ivan hat da schon gelauert, aber ausgekontert. Und Kata. In den Stunner. Eins, zwei. Rausgekommen. Fast wäre Ivan raus gewesen. Ja. Dann wäre vielleicht der Plan der richtig gewesen. Von, ja. Von Oh. Crow Chester zurück im Ring. Da war aber eine Wucht dahinter. Ja, definitiv. Und jetzt soll es in die andere Seite. Und Bulldog sollte kommen, geht nicht durch. Gekontert von Ivan. Und Ivan Gift da. Und jetzt. Eins, zwei, drei. Crow Chester ist raus. Oh. Crow Chester ist ausgeschieden. Eieiei, da muss er hart einstecken. Rochester bekommt den Respekt der Fans. Wir hören es hier in der Halle. Und Ivan, dominant im Ring, wartet jetzt auf den nächsten Gegner. Kontrahent Nummer 4. Und wer weiß, vielleicht wird Ivan sich am Ende den Titel sichern. Bitte. Maximum Champion. Wir hören schon die Musik von Bobby Ganz. Mit einem Gewicht von 92 Kilogramm. Er kommt aus Bremen. Erster Ehrenmann. Bobby Ganz. Bobby Ganz zurück bei FXW, bei Maximum Wrestling. Ja, der Ehrenmann aus Bremen hier in Kiel. Fest entschlossen, Maximum Champion zu werden. Hab gehört, die Bremer sind ja sowieso so ein Volk für sich. Ja. 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 Mehr sagt er das doch nicht. Ja. Bobby Ganz gegen Ivan Kiew jetzt hier. Einmal durchgewechselt. Jetzt ist Ivan derjenige, der ein Match gestochen hat. Ja. Du hast es ja gesagt. Nur eins an dieser Stelle. Okay. Ja, stimmt. Aber Bobby Ganz ist definitiv der frische Mann jetzt in diesem Match. Ja, Bobby Ganz ist zurück bei Maximum Wrestling. Wir haben ihn ja in der Vergangenheit auch öfter mit seinem Bruder Tempesta gesehen. Erinnerst du dich noch daran? Damals, ja, ich erinnere mich. Tempesta, der hat jetzt die große Reise angetreten, ja. Über den See. Und jetzt sein Bruder. Oh, aber der legt hier mit einem Feuerwerk los. Okay, aber das Feuer direkt gelöscht worden von Ivan Kiew. Ja, ist Ivan. Oh, einfach sehr unten durch. Wendig. Trickst da Ivan Kiew ein bisschen aus und. Gut gegen die Brust. Eins, zwei. Wieder eine Kicksalve an Tritt noch. Und Indigiri. Ja, der kann alles. Ja, ne? Der kann alles. So, mit den Füßen, die Schläge, der ist schnell unterwegs. Du siehst es ja, mit aus was für eine Explosivität. Harter Kick gegen das Brustbein. Jetzt machen die beiden da draußen weiter, dachte ich. Ja, Ivan wird reingerollt. Bobby Ganz zeigt es an, er möchte, glaube ich, auf das oberste Seil steigen. Ja. Aber Ivan holt ihn da wieder runter, unsanft. Beziehungsweise setzt ihn erstmal dahin. Ja, auch mit einer Schnelligkeit, die ich da jetzt nicht erwartet hätte von Ivan Kiew. Er jetzt irgendwie die Beine, überdehnt so. Da das Knie in Kombination mit dem Seil. Ist natürlich nicht erlaubt, ja.
geht er jetzt, wieder raus aus genau. dem Ring. Jetzt folgt ihm Ivan an dieser Stelle. Lauert da wieder in Perch-Manier. Ja. Oh, gegen den Oberschenkel-Knie-Kombination tut natürlich sehr weh. Ja, nimmt auf jeden Fall den Stand weg, ja. Und jetzt hat er ihn da über den Apron gelegt und knallt das Knie, das Bein, überstreckt das da mit dem Schlag einfach drauf. Aber wenn Ivan es schaffen sollte, die Geschwindigkeit rauszunehmen aus dem Match, das ist, finde ich... Macht er ja gerade. Ja, ja. Gerade jetzt, wo er das Bein bearbeitet. Ja, er hat sich da auf jeden Fall jetzt was ausgesucht arbeitet dran. Ich finde, es ist die stärkste Waffe ja auch irgendwie von Bobby Guns, diese Explosivität. Wenn diese Geschwindigkeit rausgenommen ist, hat er ja kaum mehr eine Chance. Und genau das sehen wir jetzt hier. Ivan bearbeitet das Bein, was er jetzt eben die ganze Zeit schon angeschlagen hat. Ja. Und das ist die richtige Taktik, um Bobby Guns die Schnelligkeit zu nehmen, wie du schon sagtest. Und vielleicht auch damit den Gegner so mürbe zu machen, dass er sich einfach nicht mehr erwehren kann. Ja? Jetzt noch Tritte da. Ja. An Nacken und Kopf. Ja. Bobby Guns sagt, gib mir mehr, aber gerade sieht es schlecht aus für den Ehrenmann. Hat also Neck Lock angesetzt. Bearbeitet jetzt die Brust von Ivan. Wehrt sich natürlich dann noch. Kommt er einfach nicht raus. Kratzt und haut und rollt, wie man so schön sagt, sich den Weg nach oben, aber irgendwie so richtig will es nicht klappen. Ja, hält sich da auch das Bein. Ja, ist auf jeden Fall Schmerzen. Ja, schlägt die auch auf die Matte. Ja, vor Frustration, würde ich sagen. Oh, jetzt wieder dieser Kick wieder gegen das Bein. Auf das Nochmal. Bein. Nochmal. Tritt gegen den Kopf, aber Bobby Guns, er hat ja noch ein Bein, ne? Ein Bein funktioniert. Oh, jetzt geht er auf das andere Bein. Ah, ja. Nimm ihm das zweite und der steht nur noch, also gar nicht mehr. Ja. Ja. Ja, Bobby Guns ist da in einer wahnsinnig schlechten Position. Ist jetzt Ivan Kiev da hilflos ausgesetzt in den Seilen. Ja, in die Seile geklemmt. Ist nicht schön, was wir hier sehen, nee, aber also es ist wirkungsvoll. Es ist wirkungsvoll, es ist methodisch. Ja, ja. Oh. Und es ist halt Ivan Kiev, den wir hier sehen. Aber Bobby Guns, das eine Bein funktioniert noch. Auch unter Schmerzen wahrscheinlich. Jetzt dieser Slingshot-Move in die Ringecke aufs zweite Seil. Ja. Die Ecke mit dem Kopf ist, zeigt Wirkung, aber reicht das aus, um wieder zurückzukommen? Versucht er sich hier mit Schlägen zu erwehren. Bearbeitet Kopf. Und Brust. Ja. Whippen geht daneben. Irish Whip. Ja. Aber wieder mit dem Tritt gekontert. Oh, Shotgun Dropkick. Explosiver Shotgun Dropkick, ja. Hebt jetzt Ivan aus. Und, ja. Sehr schön gemacht. Eins, Ready zwei. Ja, er kann da nicht zum Sieg führen. Arbeitet sich jetzt wahrscheinlich auch durch die Schmerzen einfach beim Bein und ich hoffe mal, ja, da sieht man es auch, er schüttelt so mit dem Bein einmal aus, weißt du, nochmal hier so ein bisschen, ne, komm schon, halt jetzt durch. Mhm. Ja, ich meine, geht dir ja am Ende auch um den Titel, ne? Das muss man nicht, darf man nicht vergessen. Oh, und schon wieder. Ja, Ivan Kiev schon wieder. In die Kniekehle. Diabolisch schon fast, ne? Also, ja. Oh, das tut schön. Beim Zusehen weh. Ja, ja, aber es ist sehr, sehr schön. Ein Roller. Eins, zwei, drei. Bobby Guns schafft es, Ivan rauszuschmeißen, zu eliminieren. Ivan Kiev ist ausgeschieden. Wow. Wow. Fünfte und somit letzte Kontrahent. Ja, und da kommt dann der Chef, sag ich mal, ja, der Champion. Papa kommt nach Hause, ne? Kevin, ich weiß nicht, ob ich das so... Weiß ich jetzt nicht, Kevin.
Kaiser, der Champion. Mit einem Gewicht von 105 Kilogramm. Er ist der Wegweiser des Perch Clubs und der amtierende Maximum Wrestling Champion, Pete Bouncer. Pete Bouncer, unser Maximum Wrestling Champion. Er betritt den Ring und er möchte weiter Maximum Wrestling regieren. Doch Bobby Ganz hat das Feuer. Bobby Ganz kann es schaffen. Aber er ist natürlich hart gezeichnet durch das ganze Match. Ich sehe das ein bisschen anders als du, Kevin. Ivan hat es sehr methodisch auf die Beine abgesehen. Die Taktik. Ja, könnte jetzt aufgehen. Ach ne? So. Du meinst quasi, dass Ivan dem Bobby Ganz jetzt weich geklopft hat und Pete Bouncer macht jetzt kurz einen Prozess. Vielleicht war nicht der... Oh! Wieder zwei Package, ein Roller, zwei. Gelingt euch nochmal. Nochmal, ja, eins, zwei. Aber Überraschungsmoment ist jetzt vorbei. Lariat von Pete Vielleicht Bouncer. War das nicht unbedingt der richtige Plan, aber... Ich meine, vielleicht war die Absprache, ey, pass auf, wenn du gewinnst, sind wir beide, wir kämpfen das aus. Ja? Oder wer weiß. Ne? Ja, okay. Und wenn nicht, dann bearbeite doch einfach bitte die irgendeinen Bodypart des vorigen Gegners so lange, bis ich leichtes Spiel habe. Bringt definitiv Vorteile. Ja. Bisher. Kann seine Füße und Beine noch einsetzen, also das scheint noch zu funktionieren. Oh. Also ist der... Plan vielleicht doch nicht aufgegangen. Ei. Ja, er rumpelt auf jeden Fall. Ein Wahnsinnskampfgeist, den Bobby Ganz hier beweist. Schöner Suplex. Dass er überhaupt noch stehen kann. Ja, aber er scheint sich wirklich, das Adrenalin scheint da auf jeden Fall zu kicken, sodass Bobby Ganz sich, ja, einfach auf den Beinen hält. Ja. Uppercut. Wäre ihm natürlich zu wünschen, dass er es so lange durchhält, ja. Aber, den Beinfeger hat es ihn umgehauen und jetzt bearbeitet Pete Bouncer da langsam auch das Bein. Ja, guck mal, aber Bouncer, dieser mit diesem diabolischen... Mit diesem diabolischen... Ja, und jetzt... Single Leg Boston Crab. Single Leg Boston Crab, genau noch, du sagst. Noch nicht ganz durchgezogen, aber da fehlt mir viel. Aber das, auch das jetzt schon ist sehr schmerzhaft. Ja. Es war so ein bisschen seitlich angesetzt. Oh, er zeigt ihm den Stinkefinger. Ja. Bobby Ganz zeigt Pete Bouncer den Stinkefinger und sagt: Ey, mein Lieber, das dauert ein bisschen mehr. Ja. So nicht. Ja, Pete Bouncer. Pete Bouncer jetzt hier. In den Armbar. Wahnsinns, was für eine Technik Bobby Ganz da auspackt. Aber gut. Ist natürlich ein einfaches Spiel, da wieder das Bein zu bearbeiten und da rauszukommen. Aber beide Männer sehr verbissen. Oh, super Kick. Und jetzt, Finger ihn ab. Double Underhook Arm Suplex. Jetzt noch ein Full Nelson Uranage hinterher. Nennen wir es doch einfach so. Da hat der Kevin extra gewartet gerade, um hier richtig eine auszumischen. Ja. Ich merke schon, der Kevin fühlt sich mittlerweile viel zu wohl neben mir. Ne? Oder kann ich mich auf was gefasst machen bei den nächsten Shows? Oh ja, so. Mein Freund. Jetzt geht's wieder da auf das Bein von Bobby Ganz. Das ist gesagt, diabolisch. Das ist der Perch Club. Das ist Pete Bouncer. Ja,
Knee Smasher einfach auf ja, den Boden geschmissen, das Knie. Ja. Oh, weiter ans Bein. Die Bouncer sieht aber auch entschlossen aus. Guck mal in die Augen. Aber auf einem Bein und macht jetzt hier die... Wow. Aus dem einbeinigen Stand. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ich habe das mal bei Kung Fu Panda, gesehen. Das ist doch hier so dein Metier, oder? Ja, ich liebe Kung Fu Panda. Ja, Kung Fu Trash Panda. Wo holt Bobby ganz diese Energie jetzt noch her? War das der Kranich? Ja, aber jetzt hält das Bein nicht mehr stand und... Nee. Oh, tief gesprungener Dropkick. Gegen das Knie. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall in einem Bereich angekommen, wo Pete sich wieder sehr wohl fühlt. Ne? Also diabolisch und stalkend und... Schmerzhaft. Ja, überlegen kann er da jetzt machen, was er will. Guck mal, er kann ihn nicht mehr in die Ringecke schicken. Er bricht einfach zusammen, weil er nicht mehr laufen kann. Ja. Und jetzt kommt das zum Tragen, was Ivan schon vorbereitet hat. Oh. Double Underhook DDT. Ja, Safe Justice. Der Finisher von Pete Bouncer bringt ihm den Sieg und sichert ihm weiterhin den Titel. Sieger durch Pinfall und somit weiterhin Maximum Wrestling Champion, Pete Bouncer! Aber Marcel, jetzt haben wir schon so viele Kontrahenten gesehen. Oh. Da kommt Ivan Kiel. Wer soll denn diesen Pete Bouncer bezwingen? Jetzt kommt Ivan da mit dem Baseballschläger. Ich kann es dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall kommt er. Nein! Wollen wir jetzt nicht weiter. Was soll das denn? Nein! Auf beide! Ich hab's Nein. dir gesagt. Ekelhaft. Bearbeiten dann mit dem Baseballschläger weiter das angeschlagene Bein von Bobby Ganz. Nein! Aber Bobby Ganz wehrt sich nochmal. Stößt Ivan Kiew da nochmal weg. Vor Schmerzen. Das sind Szenen, die will ich nicht sehen. Keine Sorge, ich gebe ihm das Mikro nicht. Bobby, ganz Kiel. Weiß etwas, was du anscheinend noch nicht weißt. Dieser Titel da, der gehört dem Perch Club. Und was die Leute sehen wollten, war Ivan gegen Pete. Und deshalb erfährst du jetzt deine Strafe. Nein. Das sind 10, die wirklich. Oh, Rochester! Rochester kommt! Rochester mit einem Stuhl! Rochester yes. mit Er schafft es! Rochester macht den Safe! Scheucht Ivan Kiew nach draußen! Auch Pete Bouncer ist raus! Gott sei Dank! Was soll die Kacke? Was soll die Kacke? Pete, du nennst dich World Champion? Maximum World Champion? Was für eine Art World Champion bist du bitte? Ich sag dir, was du einer bist. Du bist ein Witz! Du bist ein Feigling! Klare Worte von Crowchester. Ja,
Ja. Ohne Ivan läuft gar nichts, hä? Weißt du was? Schon sehr taktisch clever, was der Förstab macht. Wenn ihr unzertrennlich seid, dann will ich euch beide gegen uns beide. Okay. Wollt ihr das sehen? Und Perch Club, dann gibt's für euch auf die Fresse! Oh, ich denke, wir haben ein Match für Förde in Flammen am 4.5.2024. Perch Club gegen Grochester und Bobby Guns. Es ist natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt, aber es sieht ganz danach aus. Ja. Bleibt natürlich abzuwarten, aber die Fans haben Bock, sie wollen es sehen. Und Grochester und Bobby Guns wollen Rache. Ja, liebe Fans, das war die volle Breitseite 2024. Pickepacke voll mit Action. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen, wie es uns gefallen hat. Fleißig kommentieren hier auf YouTube. Wir würden uns freuen. Ja. Und seid das nächste Mal dabei bei der Förde in Flammen am 4.5.2024. So sieht's aus. Am 4. Mai geht es weiter. Hier im Max Nachttheater in Kiel. Bis dann. Bis dann. Digga, verdient. Oh, denn ja. Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben Obsession besiegt. Oh, ja. Und das bringt uns in die Position, Titelgold zu fordern. Oh, wir ja. wollen unsere Titel zurück. Wir wollen unser Gold zurück. Denn wir sind die Draufgänger. Das heißeste Tag-Team hier im europäischen Wrestling. Also, Michaela, gib uns unsere Gürtel zurück. Also, unsere Gürtel. Weiter. Die Gürtel. Unsere Gürtel. Wir haben es uns verdient, unsere Gürtel zurückbekommen. Sie haben sich das wir wollen die Chance. Ja, erzähl das den Fans. Wir wollen eine Chance auf die Tag-Team-Titel. Ja. Wir wollen unser Gold zurück. Gold. Denn wir sind die Draufgänger. Das heißt, das Tag-Team hier im europäischen Wrestling. Ja. Super heiß. Schauen wir, was wird. Heiß, ja, sind wir. Also. Was wird?